Okay. I'm a lyrical bicep, a musical hi-hat. I ain't be any mouse like I think it's a Congress. I'm not even trying to reach the crest. I just really care less if people think I'm at my best. Cause I'm always stressed, but yet I'm still feeling like I can do something. I can change everybody like fool, nothing. Nah, I'm trying to teach you to be real, cause if you keep on... wirklich tatsächlich abgeht, hat der Klaus gerade gesagt. Also herzlich willkommen zum bedingungslosen Nachmittag hier im Zentrum Danziger 50 am Prenzlauer Berg. Und ich mache erstmal die Runde rum, die Runde fast rum an der Technik. Der Klaus von Rock Radio, das Ganze wird gefilmt von Kikema Film. Der Olaf Michael Ostertag ist dabei und die Juliane Beer und die übernimmt jetzt von mir. Genau, und Rolf Gensrich wieder. Und unser Publikums-DJ sozusagen. Ja, ich hüpfe dann nachher auch mit dem Mikrofon zu euch, ja. Genau. Wir wollen es heute ein bisschen unterhaltsam machen. Wir haben heute die erste Sendung im Jahr. Und zwar im Jahr 2015, im Januar, konnten wir keinen bedingungslosen Nachmittag senden, weil Rockradio Geburtstag gefeiert hat. Da wurde auf allen Kanälen Geburtstagsprogramm gesendet. Deshalb kommen wir einen Monat später. Und wie gesagt, heute machen wir eine ganz unterhaltsame Sendung. Wir haben hier Christian Knall. Zu diesem Menschen kann ich gar nicht viel sagen, weil er unerkannt bleiben möchte. Und Christian Knall hat die Schmähbücher, die bekannten Schmähbücher geschrieben, unter anderem auch über Berlin. Und daraus liest er uns heute ein paar lustige Stellen vor. Da kommen wir noch zu. Aber Christian, ich übergebe mal an dich. Vielleicht stellst du dich mal so weit, wie das möglich ist. Wenn du unerkannt bleiben möchtest, vielleicht stellst du dich so weit wie möglich einfach mal selber vor. Ja, morgen. Ich bin ich. Und als Pseudonym sozusagen habe ich ein bisschen verbal gekotzt. Das heißt, Bücher geschrieben über Berlin. Das war eine Satire, sagen manche Leute. Und nicht besonders nett, aber haben relativ viele Leute gelesen. Und dann habe ich noch ein zweites geschrieben, ein bisschen über Philosophie, stopp die Klugscheiße. Da habe ich aber nicht so oft böse Worte gesagt, die man nicht im Nachmittagsrundfunk sagen darf. Von daher sage ich sie nicht. Ja, und dann noch eins über Reisen, mehr oder minder, über Europa. Europa ist geil, nur hier nicht. Scheuerter Titel, hat der Verlag ausgesucht, war ich nicht. Hat mir aber persönlich, glaube ich, am meisten Spaß gemacht. Wie hast du das Buch genannt, wenn ich das schnell fragen darf? Ich wollte das Europa zum Abkacken nennen. Okay. Das Cover ist auch eine Vollkatastrophe. Ich wollte so eine Europa-Fahne mit so gelbem Scheiß aufmachen und die haben stattdessen hier dieses Ding mit den Schuhen und mit dieser Kiste, so Hipster-Traumwolken. Also, das ist vielleicht allgemein verträglich, also, ne? Genau. Haben sich gedacht, ja, aber okay. Das Problem ist halt, wenn man reinliest, ist es trotzdem die volle Packung. Also ich nehme da kein Blatt von und das heißt, jetzt kaufen es Leute, der Gas, den schenke ich meiner Tochter und die kriegt dann irgendwie einen Herzinfarkt. So. Okay, da wollen wir natürlich später was zu hören. Olaf, noch kurz, oder sollen wir erstmal eine Musik machen? Machen wir eine Musik. Okay, Klaus, machst du eine Musik? Musik mitgebracht? Oder? Ich? Ja. Rockradio.de, seid live im Zentrum Danziger 50 und das waren eben die Bad Manners, What the Paper Say. Alle noch da? Alle noch munter hier im Publikum? Ja. Ja, hab ich mal laut geben hier. Ja! Genau, ja. So, Olaf, du machst weiter, die Juliane macht weiter. Christian Knall haben wir heute hier und bevor wir uns jetzt über die Bücher unterhalten, würde ich sagen, erstmal eine kleine Kostprobe für euch. Du liest vor aus Berlin zum Abkacken. Es geht um Prenzlauer Berg. Ja, Vorsicht, Hut festhalten. Also, Prenzlauer Berg. Der, in Anführungszeichen, Prenzlauer Berg ist so wenig Berlin wie nötig und so viel München wie möglich.
Im Prenzlauer Berg findet man alles, was man für ein Leben in der IKEA-Welt braucht. Bistros, Weinstuben, snobistische Bars und alle möglichen Ramschläden, die ihren Müll als Kunst oder Handarbeit für teuer, ehrlich verdientes Geld verkaufen. Wer sein Geld verpulvern will, ist hier richtig. Aber bitte mit Stil. Hier kann man sich als guter Mensch fühlen, wenn man Bio-Cidre aus regionaler Produktion kauft. Tausende verhungernder afrikanischer Kinder gratulieren im Geiste. Im Prenzlauer Berg fährt man nicht seinen orangefarbenen Hammer-SUV-Vergewaltiger Gassi, sondern sein 2000 Euro Alu-Titan-Rennrad. Im Gegensatz zum Hammer nimmt man das dann auch mit in die Wohnung, vielleicht sogar noch bei Kerzenschein ins Bett, weil es selbst im Prenzlauer Berg auf der Straße nicht angeschlossen werden kann. Architektonisch hätte die Stadt den Bezirk sehr attraktiv gestalten können. Stattdessen wurde er zum Todsanieren freigegeben. Die Straßen sehen aus wie mit Photoshop bearbeitet. Jeder, der nach Berlin kommen und keine Überraschung erleben will, ist hier richtig. Hoffentlich ist es genau das, was Prenzlauer Berg das Genick brechen wird. Die erste Darm-OP war die totale Gleichschaltung des sozialen Milieus auf Reich. Reich ist gut, weil Reich zieht Reich nach sich. Reich bedeutet aber auch öde. Prenzlauer Berg ist vom angesagtesten Bezirk der Nachwendezeit zu einem schwarzen Loch des Interesses mitten in Berlin verkommen. Sollten die Touristenmassen das jemals mitbekommen, könnte der Prenzlauer Berg wieder eine Vorreiterrolle spielen. Nach dem Aufwertungstsunamis, die in der Innenstadt inzwischen nur noch Wedding übrig gelassen haben, wäre hier ein Experimentierfeld für das Leben nach dem sozialen GAU. Aber die Chancen dafür stehen schlecht. Erfahrung lehrt, gerade als der Kurfürstendamm auf dem absteigenden Ast war, regenerierte sich die Kauflust und ließ ein Hochhaus springen. Die Wellenmetapher für die Gentrifizierung ist immer falsch, denn sie zieht nicht einfach weiter und hinterlässt ein Tal, sie zerstört. Einmal gentrifiziert, bleibt die Gegend so öde wie ein Werbeprospekt. Im Falle Prenzlbergs wird wohl ausgeharrt werden, bis ein Rentnerghetto entsteht. Das wäre dann die letzte Daseinsstufe nach dem jetzigen Elterndasein. Das begann mit den neuen Berlinern der Nachwendezeit. Erst spritzig, gärten sie schnell, wurden bewegungslos und spießig. Weil nichts Besseres zu tun war und weil man so super gleichberechtigt Arbeit und Familie vereinen kann, oder vielleicht auch einfach, weil man das so macht, wurde geworfen. Viele viel zu kultivierte Kinder bevölkerten bald den Bezirk und sabberten den Lebensraum für die Menschen voll, die nicht in einem mentalen Ballparadies leben wollten. Den unappetitlichen Rest wollten sich nur noch Touristen ansehen. Sie und Traveler in die gleiche Kloake zu schmeißen, wäre aber ungerecht. Touristen sind Kühen ähnlich, strunzdumm wollen sie durch die Welt gekarrt werden, eine angenehme Zeit haben, die nicht wehtut, und immer einen Rückzugsort, in dem alles ist wie zu Hause. Kuhsexisten aufgepasst, es ist anerkannt, dass Kühe Lieblingsfreundinnen haben können und auch sozial sonst auf der Höhe sind. Trotzdem sind es ansonsten idiotische Scheißviecher, dem der Mensch das Hirn weggezüchtet hat. Diese Arschlöcher bescheren uns Starbucks, McDonalds und Hostelblöcke. Wie Kühe schmecken sie auch gut, wenn man sie in eine dunkle Ecke zerrt, ausraubt und frisst. Traveler sind eher Füchsen ähnlich oder Vögeln oder was auch immer weit genug von der Stumpfheit der Kuh weg ist. Traveler wollen was Neues erleben und brauchen nicht immer den totalen Uterus-Komfort. Alter oder Herkunft sind egal. Das sind die Typen, die mal vor einem Elefanten wegrennen mussten, weil sie ihn unbedingt auf einen Meter sehen wollten. Die zu Hause gebliebenen hassen sie und glauben, dass ihr langweiliges Scheißleben besser ist, weil sie wissen, dass sie noch 60 Scheißjahre vor sich haben. Traveler gibt es im Prenzlauer Berg wenige, wenn, dann noch am ehesten am Hostelstrich an der Greifswalder Straße. Der sieht zwar auch aus wie so ziemlich jedes abgeschliffene Postkartencover, aber immerhin sind die Menschen dort oft und sehr betrunken. Berlin kann nichts Besseres passieren als Horden besoffener Jugendlicher, die dem Konservierungsreflex des Berliners entgegenwirken. Und sie verhindern genau das, was in ihren Hometowns schon passiert ist, die totale Verödung durch Ausverkauf. London, Paris und New York sind sterbenslangweilig geworden, weil sich ein gewaltiger Reise- und Kunstmarkt auf alles stürzt, was im Ansatz eigen aussieht, es an sich reißt und teurer verkauft. Neben dem Disneyland im Zentrum bleiben dann nur noch deprimierende Vorstädte übrig, in denen man sich erschießen kann.
Prenzlauer Bergs Disneyland heißt Kollwitzplatz. Die Spitze der Gentrifizierung und der feuchte Traum eines jeden FDPlers. Alles glänzt, ist edel und die Kinderwägen sind mehr wert als die meisten Autos in Neukölln. Autos gibt es aber auch genug zum Anzünden. Der Parkraum wurde durch Parkuhren wegkapitalisiert. Wer es nicht hat, soll hier auch nicht halten. Wieso auch, es gibt hier nichts, was man tun könnte. Außer auf hohem Niveau zu protzen. Bei Erdbeertart und Violinenmusik im Café wichsen sich die Eltern des Schreckens ihre Überlegenheit gegenseitig ins Gesicht. In weniger konzentrierter Form passiert das überall im Bezirk. Das letzte bisschen Kultur in der Kulturbrauerei und in ein, zwei Cafés in der Danziger Straße ist inzwischen ausgetrocknet. Mit dem Icon zog der letzte Club außerhalb der Kulturbrauerei weg. Selbst der ultra-mainstreamige Magnet ist schon früher nach Kreuzberg gezogen. Das Knark, ein Haus, das seit den 50ern zumindest ansatzweise kreative Freizeitgestaltung bot, wurde aus Lärmgründen geschlossen. Nicht, dass es zu laut gewesen wäre, bevor ein Luxuswohnblock vor die Nase geklotzt wurde. Danach aber. Hier wird nicht gefeiert, hier ist man reich und hält die Fresse. Das White Trash hält sich verzweifelt nahe dem Rosa-Luxemburg-Platz. Das ist jetzt auch schon wieder 2 Jahre her, ist mittlerweile auch weg. Es ist aber nicht mehr als eine Schweinetränke für dichte Rock-Teenies. Immerhin, wie beim Bazooka Circus in Las Vegas der 70er Jahre, werden Besoffene gern gesehen und noch in den frühen Morgenstunden eingewunken. Eine kleine Pause vom Darstellungswahn ist also noch zu haben. Aber generell ist der Prenzlauer Berg die falsche Adresse dafür. Alle, die dazugehören wollen, sollten sich beim Verband kritischer Hipster melden. Zwischen Wedding und Prenzlauer Berg puffert der Mauerpark. Der Menschenmüll aus dem ehemaligen Westghetto wäre den Pädagogeneltern auf der anderen Seite wirklich auch nicht zuzumuten. An der Bernauer Straße gibt es kleine Abschnitte, wo sie beide Bezirke aufeinandertreffen. Selten kann man in der Stadt noch so gut den Unterschied zwischen Ost und West sehen. Der Westen ist um einiges hässlicher. Aber da geht man ja eh nicht hin. Falls Tabea Salome also von Mahmut auf die Fresse kriegt, dann wohl im Mauerpark. Bedrohlich wie die Schlange liegen auf der Wenninger Seite die Neubauviertel verbrechen und verschandeln die Aussicht der für 1 Million Euro ausgebauten Dächer auf der Prenzlauer Berger Seite. Der Gleimtunnel verbindet beide Seiten. Ein super lustiger und auch sehr kluger Künstler hat ein sich im Wind drehendes Rein-Raus-Schild angebracht. Obwohl er wohl Verständigungsquatsch thematisieren wollte, drängt sich eher der Gedanke an Ficken und Gefickt werden auf. Denn größer könnte der Kontrast zwischen Familienparadies und Abschiebewohnen nicht sein. Um dem Tunnel allerdings gerecht zu werden, der ist hübsch verfallen. An den in der Mauerzeit konservierten alten Stützträgern, an schummrigem Licht und Rostwassergetropfe, kann man sich erfreuen. Ein prima Ort für jugendliche Goths, sich die Pulsadern aufzuschneiden. Vor allem, weil öfter mal jemand vorbeikommt und einen dabei bewundern kann. Wer noch poetischer veranlagt ist, kann sich im Birkenhain, im hinteren Mauerpark, dem Vollmond widmen, also sich tierisch besaufen. Da hat man wenigstens seine Ruhe vor dem Trubel der Hauptstadtwiese. Auch dort nerven Kinder und haufenweise Touris und Sportfetischisten. Nein, ihr werdet nicht länger leben, wenn ihr täglich 5 Kilometer rennt. Ihr sterbt an Stress. Und habt euer halbes Leben damit Rennen vergeudet. Am gefälschten Amphitheater kann man Hippies beobachten, die sich zum Affen machen. Oder man möchte gern in die Sternchen, bevor sie unbeachtet verglühen. Am schlimmsten werden die Darbietungen beim allwöchentlichen Karaoke. Da sucht Prenzlauer Berg den Superstar und findet ihn nicht. Ich gebe jetzt mal gleich an Rolf Gensrich, der ist nämlich, wie er schon gesagt hat, alteingesessener Prenzlberger. Was hast du dazu zu sagen, Rolf? Also dazu noch, also ich schreibe nur seit 20 Jahren für die Prenzlberger Ansichten und mache seit fast fünf Jahren diese Führung hier durch den Kiez. Du hast recht, das kannst du dir nicht anders sagen. Also es ist so, es hat sich so beschissen verändert. Und zum Beispiel aus diesen einstmals vor 20 Jahren noch existenten 250 besetzten Häusern sind noch anderthalb etwa übrig geblieben. Ah, mehr gibt es da nicht mehr. Oh ja. Gott. Und wo sind die? Lottumstraße. Das ist dann so der letzte Rest. Oh Gott. Traurig.
Ja, also, sag ich auch. Das heißt, er hat es genau getroffen. Du hast es ganz genau getroffen. Ja. Die letzten 10%, na 5% Ureinwohner, die wir nicht hier noch haben, die leiden darunter. Ja. Mhm. Hast du dafür Todesdrohungen, Morddrohungen gekriegt für diesen Text? Ich weiß nicht, ob für diesen Bezirk, aber für dieses Buch ja. Da wollte ich mich heute umbringen, kein Scheiß. Ja. So krank sind die drauf, aber ich tippe eigentlich eher auf Reinicknopf. Ich hatte mal ein schönes Radio-Battle bei Fritze, irgend so ein Scheiß, und da war dann halt. Die meinten halt, ich käme aus einem. Die haben gesagt, ich komme aus Neukölln, was ich nie gesagt habe. Und dann hat irgendeiner angerufen und du hast keine Ahnung, ey, Reinicknopf ist viel besser, in Neukölln bist du abgestochen. Und Mandy und so hatten dann ein schönes Wortbattle. Also, ja. Klaus, machen wir darauf, wenn wir Musik machen. Und wir kommen dann, nach der nächsten Musik kommen wir zu einem Stück übers Grundeinkommen. Und ja, bleibt dran, Leute. Ich gucke mal an Olaf, der wird dich dann gleich zum Grundeinkommen in die Zange nehmen. Grund und Grund. Ist ja doppelt freudig für mich, ja, muss ich immer mal sagen, ich als alter Beatles-Fan, der Klaus noch mein Lieblings-Beatles-Song da doch dazu. Das passt ja wie die Faust aufs Auge. Ihr seid hier beim bedingungslosen Nachmittag live im Zentrum Danziger 50 und Olaf, du machst weiter. Gast. Ja, wir haben heute Christian Knall zu Gast. Christian Knall will unerkannt bleiben. Wer nicht unerkannt bleiben will, ist sicherlich sein Verlag, der Eulenspiegel Verlag. Da hat er jetzt mittlerweile schon 3 Bücher drin veröffentlicht. Das zweite, aus dem wir einen Ausschnitt hören, hat einen wunderschönen grünen Einband, wo ein Piktogrammmännchen ein anderes in den Arsch tritt. So deutlich kann man das mal aussprechen. Heißt Stoppt die Klugscheißer und heißt im Untertitel Ein Motzbuch. Und daraus hören wir jetzt einen Text über die Arbeitszeitverkürzung. Oder so. Ja. Arbeitszwang. Arbeitszwang. Genau. Erstmal Zitate öffnen, ist immer gut, weil dann kann man sich mit dem Romana schmücken. Aber diese Art der Selbstbedienung ist extrem ungerecht. Der Kapitalismus maximiert durch die Art seiner Konstruktion immer die Erträge der bereits Reichen. Peter Barnes und von Kalinin. Gegenwärtig ist es daher notwendig, dass unsere Jugend Schwierigkeiten überwinden und die Arbeit lieben lernt, damit ihr nach Beendigung dieser Schule das Bedürfnis nach Arbeit in Fleisch und Blut habt. Minder ernst. Nichts frisst so viel menschliche Zeit wie das Kaufen und Verkaufen. Passiv tut jeder es unaufhörlich. Strom, Miete und Handyvertrag laufen immer weiter. Schön für den, der daran Freude hat, schlechter für den, bei dem sie nicht aufkommt. Sicher ist aber, noch nie ging es den Menschen so gut wie heute. Das haben wir dem Kapitalismus oder besser der freien, aber sozialen Marktwirtschaft zu verdanken. Oh Wunder, Wohlstand wurde aus dem Nichts geschaffen. Klingt gut, ist aber Unsinn. Denn besser geht es natürlich nur einem kleinen Teil der Menschheit, der westlichen Welt, ein paar Golfstaaten und Teilen Asiens. Zitat: Während durch einen wirtschaftlichen Aufschwung in Ostasien der Anteil der Armen deutlich zurückging, Klammer auf, in Ostasien von 58 auf 16%, Klammer zu, hat sich in Afrika die Zahl der Ärmsten erhöht, Klammer auf, in Afrika südlich der Sahara von 81 bis 2001 fast verdoppelt, Klammer zu. In Osteuropa und Zentralasien wurde eine Zunahme der extremen Armut auf 6% der Bevölkerung errechnet, Zitat Ende. Das ist nicht so super, aber im Vergleich zu der Massenverelendung, die die Industrialisierung darstellte, ist es kalter Kaffee. Nach den 2 Weltkriegen sah es aus, als hätte die Marktwirtschaft Frieden gestiftet und ihre logischen Differenzen im Wirtschaftswunder überwunden. Aber nein, das Wirtschaftswunder war nichts als eine gigantische staatlich initiierte Blase, finanziert durch die Zukunft und die dritte Welt abgeschobene Kosten. Und so setzt es sich bis heute fort. Trotz exponentiell steigender Gewinne geht es den Menschen nicht einmal mehr materiell besser, vom geistigen Ausverkauf ganz zu schweigen. Das ist auch nicht weiter verwunderlich, denn der Kapitalismus leidet an einem Selbstwiderspruch. Mit dem Aufkommen des fordistischen Systems der Fließbandproduktion, dem Autobau, dem Aktienmarkt, den Immobilienbooms bis hin zur Dotcom-Blase erschafft der Kapitalismus tatsächlich immer neue finanzielle Werte, wirkt aber nicht auf eine Verteilung dieser hin, sondern lässt die Armen billigend verrecken. Einfach gesagt, das Produkt wird durch automatische Produktion billiger, die den Menschen nicht braucht, der dann keine Arbeit und folglich nicht mal mehr Geld für die billigen Produkte hat. Die Kosten für die Produkte werden dabei externalisiert.
In der fordistischen Revolution, in Anführungszeichen, der Fließbandarbeit wurde mit der Zerstörung der sozialen Systeme zugunsten der Fabrikarbeit gezahlt. Im Autobau und fast jeder anderen Boomtechnologie wird er heute noch mit ökologischen Krediten in Form von zerstörter Natur bezahlt, die wohl nie wieder zurückgezahlt werden können. Die Immobilienblasen, wie in Deutschland schon 1871, ziehen nicht nur Banken, sondern auch Kleinanleger in die Tiefe. Das Wirtschaftssystem, das auf Wachstum basiert, produziert zwangsläufig Krisen, die, wie jetzt in Griechenland, weitere Privatisierungen, also auch die Ausweitung der potenziellen Boommaterie fördern. Der, in Anführungszeichen, Desasterkapitalismus basiert auf einer fortlaufenden Zerstörung des Kontextes. Wichtigstes Werkzeug dafür ist die Inflation. Geld ist nichts als ein Konsens. Es hat keine Goldbindung und selbst wenn, wäre die auch nur Übereinkunft. Das wäre auch nicht weiter schlimm, wären die Banken, die das Geld ausgeben, nicht Privatbanken. So kommt es zu folgender Situation. Jeder Euro oder Dollar, der geliehen wird, wird von der Zentralbank ausgegeben mit Zinsen. Die mögen gering sein, aber durch sie ist immer mehr Geld zurückzuzahlen, als im Umlauf ist. Es muss mehr Geld geben, als es gibt. Als Folge schmilzt der Geldwert. Wer sich 1950 mit 1000 Mark monatlich noch als toller Hengst fühlte, wird 2012 noch müde belächelt. Dieses Wirtschaftssystem macht es für den Großteil der Menschen nötig, ständig in Bewegung zu bleiben, um nicht in Armut zu versinken. Im Gegenzug lebt die Funktionselite in Wirtschaft und Politik von diesen Zinsen. Ohne Zutun wird sie immer reicher. Unentbehrliche Arbeit par excellence. Das zeigt, nichts ist unökonomischer als, in Anführungszeichen, Ökonomie selbst. Das ist nicht neu, aber wieso zieht keiner die nötigen Schlüsse? Wir leben in der paradoxen Situation, dass die technischen Voraussetzungen für ein gutes Leben für alle gegeben sind. 75% der Arbeit könnten nach einem Bericht des Massachusetts Institute of Technology mittlerweile mechanisiert werden. Das ist auch kein Wunder nach über 200 Jahren Industrialisierung. Was ist mit den restlichen Prozenten? Diese Frage beantworten die Menschen, die 60% der gesellschaftlichen Produktivität heutzutage schon ehrenamtlich erwirtschaften, in Anführungszeichen. Wenn jemand seinen Rasen jeden Tag aufs Neue frisiert, wird er gerne auch wichtigere Aufgaben wahrnehmen. Eine ganze Menge der schreienden Lebenszeitverschwendung, die die Menschen vollziehen, in unbewusster Sinnlosigkeit, die ihnen die Wirtschaft auch durch die Undenkbarkeit von Sinnvollem auferlegt hat, hätte sich erledigt. Nie wieder Gartenkoloniekrieg, Föhnfrisur und Briefmarkensammeln. Entgegen der landläufigen Einstellung wäre Arbeitslosigkeit nicht verwerflich, sondern der ganze Sinn und Zweck der Wirtschaft. Somit wäre die Auffassung, arbeitslose Menschen verschwenden ihr Leben haltlos und Arbeitslose keiner mehr. Und der Arbeitslose keiner mehr, der so in der Leistungsdrucknarrative gefangen ist, dass er sich kein Leben jenseits von Arbeit vorstellen kann. Wenn man der Ansicht ist, der Mensch ist mehr als ein Zahnrad, dann ist Arbeitslosigkeit das Beste, was einem Menschen passieren kann. Stattdessen kacken wir uns gegenseitig mit immer neuen Produkten zu, für die nach dem Prepare-to-Want-One-Prinzip die Bedürfnisse erst erschaffen werden müssen. Es ist unvorstellbar, wie viele Potenziale die Menschheit dadurch verliert. Der jetzige späte Kapitalismus zeichnet sich durch eine Abnahme der kreativen unternehmerischen Tätigkeiten hin zu distributiven Tätigkeiten aus. Es wird nur noch Geld verschoben, nichts mehr produziert. Außer Elend natürlich. Eines der plausibelsten Argumente für den Kapitalismus ist seine Wandlungsfähigkeit, die auch seinen Partizipanten zugesprochen wird. Und sei es durch die Not, die er erzeugt und die die Bedrängten sprichwörtlich erfinderisch machen soll. Aber auch dieses Argument lässt sich widerlegen, satt und empirisch. Studien belegen, dass der Grad an Kreativität und die Anzahl der Erfindungen in Gesellschaften mit dem geringsten kapitalistischen Leistungsdruck am höchsten ist. Ganz zu schweigen von den geringeren Gewalttaten, Suizid, Vergewaltigungs-, Depressions- und vor allen Dingen höheren Lebensfreuderaten. Das heißt Equality Project, wenn wir das nachschlagen will. Man könnte zur Verteidigung des Kapitalismus anführen, dass es sicher ein besserer Zeitvertreib ist, einander Mist zu verkaufen, als sich wegen Göttern oder Nationalgewichse gegenseitig abzuschlachten. Trotzdem, Steine auf dem Mond haben Eigennamen und täglich verhungern 30.000 Kinder. Ist das alles, wozu die Menschheit fähig ist? Was vor allen großen Zielen geschehen muss, ist die Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens. Das ist erwiesenermaßen
in Anführungszeichen billiger als unser bisheriges Steuersystem, schafft mehr Gleichheit und eine lebenswerte Gesellschaft, auch für jene, die heute noch an den Rand gedrängt werden. Besitzfetisch erledigt sich, wenn Produktions- und Versorgungseinheiten nach Bedarf aufgeteilt werden. Unternehmen können schon per Definition nie das Gemeinwohl zum Ziel haben, sondern nur das eigene. Deshalb müssen wir sie so weit wie möglich aus den wichtigen Gesellschaftsfunktionen heraushalten. Eine aktive demokratische Kontrolle der gesellschaftlichen Ressourcen, die durch das Internet schnell, einfach und direkt ausgeübt werden kann, ist längst überfällig. Der erste Schritt dahin ist ein Umdenken, das den Kapitalismus heute als das begreift, was er ist. Kein notwendiges Übel, sondern ein Ballast. Und diesen Ballast würdest du gerne abwerfen. Ja? Na, aber das Publikum hat vorhin applaudiert, wie wäre es denn jetzt auch mal mit Applaus? Ja, Christian, du hast an einer Stelle jetzt geschrieben, das Ziel alles Wirtschaftens ist die Arbeitslosigkeit. Warum ist dann die Arbeitslosigkeit heute dermaßen verpönt? Kann man diese Idee, dass wir eigentlich irgendwann mal Erfindungen gemacht haben, damit wir nichts mehr zu tun haben sollen, wie kann man die populär machen? Oh, das sind ja zwei Fragen. Also wieso ist die verpönt? Das kommt, glaube ich, also speziell, also Deutschland hat ja eine klasse Autoritätskultur und braucht immer eine Ansage. Und ganz schwer, sich selber einen zu machen. Ja? Das haben die Leute nicht gelernt. Es gibt eine tolle Grundeinkommensdoku, die ich auch jedem empfehlen kann. Grundeinkommen-Essay-Film. Und da wird halt so eine Kassiererin gefragt, ob sie ihren Job noch machen würde bei Grundeinkommen. Und die sagt ja. Und das finde ich unfassbar. Also ich würde mich eher schießen, als Kassiererin zu arbeiten. Oder als Kassierer. Aber du weißt, dass Götz Werner, der die DM-Kette leitet, auch gesagt hat, genau, dann kann er seiner Kassiererin sogar nur noch 2 Euro die Stunde zahlen, weil die kommt trotzdem. Ja, genau. Das ist ja das Krasse, weil das Ding ist, die Menschen wollen was machen. Und das ist nämlich das, was diese konservativen Wirtschaftler, die jetzt alle mal anbringen, wenn wir das Grundeinkommen einführen, liegen ja alle noch voll rum. Das ist totaler Unsinn. Menschen machen immer was. Ja? Selbst die Höhlenmenschen haben irgendwas in ihre Höhlen gezeichnet oder so. Menschen machen was, sonst wären sie verrückt. Aber wie man das genau umstellen kann jetzt auf das Grundeinkommen, ich glaube, das Erste, was wir wirklich brauchen, ist ein Mentalitätswandel. Dass man den Mensch nicht mehr so nach Hobbes sieht als furchtbar und gefährlich und faul und wir müssen ihn zwingen, sondern dass man Menschen als einfach das sieht, was sie sind. Auch statistisch gibt es da so eine minderwertige Wissenschaft, die heißt Soziologie, und die sagt eigentlich, wie Menschen funktionieren. Und das ist schon, dass die Geisteswissenschaften insgesamt gerade unter Rechtfertigungsdruck stehen. Wer braucht die eigentlich noch? Genau. Also Ingenieurswissenschaften, MINT-Fächer. Ja, habe ich heute auch gelesen. Oh. Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, ja. Technik. Ja. Ja, ja. Oh, Gott, also MINT, das heißt auch im Englischen auch Neuzustand, so ganz glänzend. So, oh, Autos sind MINT und so, also ganz furchtbar. Ja, genau, also es ist halt so, was Goethe als die Charakterbildung ansah. Das braucht es nicht mehr. Ein Wort wirklich heißt es Münze, das heißt also klingende Münze, ja, wahre Münze. Ja, das ist halt das Krasse. Ne? Das ist halt so, diese bestechende kapitalistische Logik ist immer, alles zu simplifizieren auf Geld. Ja? Und das klappt aber eben nicht bei so komplexen Sachen wie Menschen oder der Natur oder so. Ne? Es gibt ja auch so die Thesen, du kannst die ganze Natur, wenn du das alles kapitalisierst, dann wird das alles super, klappt mit dem Umweltschutz, haben wir gesehen, Umweltzertifikat überhaupt nicht. Und mit den Menschen klappt es noch viel weniger. Ja, du kannst so gewisse Sachen wie einen menschlichen Charakter oder eine Bildung nicht kapitalisieren und damit voll erfassen. Damit beschneidest du es immer und lässt es hinter seinen Möglichkeiten. Ja? Das ist was ganz Wichtiges. Und vor allen Dingen, was auch wichtig ist, ist diese Zwangnarrative. Ja? Du musst Leute zu ihrem Glück zwingen und so. Nee, du musst ihnen die Möglichkeiten geben. Ja? Das Gefängnissystem vergleiche ich immer gern mit dem Wirtschaftssystem. Das ist ja auch was Ähnliches. Wir sind ja gefangen da drin. Wir sind in der freien Wirtschaft, das bedeutet, jeder hat frei, jeden 20 auszusetzen. Genau, und da hat übrigens der Gründer sozusagen der freien Wirtschaft, Adam Smith, hat es übrigens so interpretiert, dass er meinte, frei von Leuten, die Geld verdienen, ohne zu arbeiten. Ja, also nach Adam Smith wäre das hier heute keine freie Wirtschaft, gar nicht. Aber das Gefangenensystem, Norwegen hat eine Insel für Mörder. Ja, da werden Mörder hingeschickt, die fischen da und, keine Ahnung, gucken fern, dürfen eigentlich alles machen. Die anderen Länder haben gesagt, ihr seid ja verrückt, und die haben Resozialisierungsraten von über 90%. Während in den USA zum Beispiel Mörder einfach 30 Jahre eingesperrt wird, gerade dann im Knast die typischen Knasterfahrungen, kommt raus und fängt sofort wieder hin. Ja, so ähnlich ist das mit der Arbeit. Ja? Wenn du den Leuten erstmal zum Beispiel ein Grundeinkommen gibst, dann sagst du, ey, ist okay, leg dich mal hin, überleg dir, was du machen willst, kommen viel bessere Sachen raus, als wenn du die so richtig knapsen lässt am Existenzminimum und sagst, komm Junge, jetzt streng doch mal an. Ne?
Aber du hast doch die große Zuversicht, dass mit einem bedingungslosen Grundeinkommen, was ja auch in barer Münze ausgezahlt wird, nach den meisten Konzepten, dass dann der Konsumterror trotzdem aufhört. Also obwohl die Leute Geld kriegen, würden sie weniger kaufen oder der Wachstumsterror ist dann auf einmal beendet. Das kommt ja raus in deinem Text. Woher nimmst du die Zuversicht? Also anders. Ich glaube, umso stärker du unter Feuer bist, immer, umso mehr musst du dich rechtfertigen. Ja? Also wenn du diesen Komplex hast, oh Gott, ich bin nichts wert, ich bin arbeitslos und so. Klar, wenn du dann gewinnst du im Lotto, kaufst du erstmal einen richtig fetten Ferrari. So, ne? Und das Ding ist aber halt, wenn jeder erstmal Knete kriegt und dann wird, das ist ja auch ein Statement, was sozusagen sagt, du verdienst das erstmal. Ist völlig egal, was du machst. Du bist es als Mensch wert. Dann muss gar nicht mehr so viel Komplex gekauft werden. Ne? Aber nee, dass das sofort den Konsumismus abschafft, das wird nicht so einfach sein. Das wird ein langer Prozess werden. Aber es lässt sich halt beobachten, dass die Leute werden dann mehr Zeit haben, um nachzudenken. Und ich glaube, Kapitalismus ist einfach nur noch da, weil die Leute einfach nicht genug Zeit haben, den wirklich zu reflektieren. Ja, wenn du Leute einfach mal hinsetzt, dann wird ihnen auch auffallen, dass, keine Ahnung, wir haben eine Bundeswehr oder so, und die schießt jedes Ende ihres Jahres, schießt die Munition in den Wald, damit die neue Quoten kriegt und so. Und das würden dann Leute halt erfahren und dann würde das aufhören. Ja, also ich glaube, Wissen setzt sich durch mit der Zeit, ja, aber wir haben gerade ganz, ganz schlechte Voraussetzungen dafür, weil ey, wenn du 24 Stunden irgendwie pro Tag an der Kasse sitzt, dann kann ich niemandem verübeln, dass er dann irgendwie CDU wählt, weil macht man halt so, ne, und so, also... Wenn man keine Zeit hat, dann ist das so, ja. Aber es ist der erste Schritt, der wichtigste Schritt. Diese Freiheit, diese Zeitfreiheit, das ist es, was wir brauchen. Ja, aber das heißt natürlich, dass alles das, was du da so aufs Papier bringst, das heißt ja, du seist Autor von Hassbüchern. Aber eigentlich ist es ja offensichtlich doch genau das Gegenteil. Du hast ja so eine Vision und eine Hoffnung, dass alles ganz anders und viel besser werden könnte. Das ist ja eigentlich ein Ausdruck von innigster Liebe. Gilt diese Liebe auf dem Prenzlauer Berg in Berlin, oder? Also Gratulation für die schlimmste Frage, die ich bis jetzt bekommen habe. Die habe ich mir nicht selber ausgedacht, die steht im Tagesspiegel so drin, in dem Porträt über dich, ja, oh über deine Bücher. Oh heißt das, also er versucht mit aller Gewalt den Hass nach außen zu tragen, in Wahrheit ist es aber genau das Gegenteil. Also, oh Gott, ich dachte, du wärst vorbereitet gewesen, du hättest die Zeitungsberichte über dich gelesen. Ja, der im Tagesspiegel, der hat auch wirklich alles falsch verstanden, was man falsch verstehen konnte. Also die waren beim Kurier, die waren wenigstens noch, willst du Berlin vorne verbrennen? Ja klar, okay, die waren wenigstens noch zynisch. Aber die Typen gar nicht. In der Süddeutschen kam was ganz Tolles, das war das Beste. Aber das, also die kannst du auch merken. Ja, du hast natürlich recht, ich bin irgendwo natürlich schon Moralist, aber ich liebe den nicht mal komplett ab. Das, also, da habe ich im grünen Buch auch ein Kapitel drüber, das ist Quatsch, das ist Hollywood. Aber über Hass hast du, finde ich, einen tollen Zugang. Weil das Doofe ist halt, wenn ich rausgehe jetzt hier auf die Straße, sehe ich viel mehr Sachen, die ich hasse, als die ich liebe, jetzt mal in Anführungszeichen. Und also ich werde jetzt nicht so sehr ausgehen, wie weit ich da gehen würde. Ich habe ja auch so ein paar Kommentare da eingestreut dahingehend. Aber ich finde, es gibt einen ganz tollen Film von 1976, Network 1976. Kennst du den? Es war ja das Vorbild für das Movimento Cinque Stelle in Italien, also wo man die Fenster aufmacht und rausbrüllt, ich lasse mir das nicht mehr gefallen, genau, das, mich, alle mal am Arsch lecken. Das genau das. Der Spruch von Beppe Grillo kommt ja aus diesem Film. Genau das. Und der ist das halt. Und dieser Spruch, du musst halt erstmal Hass entwickeln. Und Hass ist eine gute Sache, weil man muss sich halt, man muss sich das mal bewusst machen, da gibt es durchaus eine Funktionselite und die hält halt Leute vom Leben ab. Also im Grunde genommen sind das Mörder. Ne? Also jetzt mal ganz abgesehen von den 30.000 Kindern, die täglich an Hunger sterben, das interessiert ja eh keinen. Ne? Also das ist ja gegeben. Aber auch die klauen die Zeit, ne? Wie bei Momo von Michael Ende. Ne? Die klauen uns einfach die Zeit. Und das macht mich unfassbar wütend. Ne? Mal ganz abgesehen von dem ganzen Nationalismus-Quatsch und der da noch dran hängt mit dieser Identifikation, so arbeite mal für dein Land, krieg Kinder für dein Land, damit die Wirtschaft aufrechterhalten wird. Ich meine, wenn du jetzt philosophisch über das bedingungslose Grundeinkommen quasi eine Vision hast, wie es anders ist, wenn du in Berlin spazieren gehst und du siehst lauter Sachen, die du hast, hast du dann auch so eine Folie, wo du quasi vor deinem geistigen Auge was einen Schalter umlegen kannst und da ist dann das Berlin, das dir gefallen würde? Boah, bei Berlin fällt es mir gesagt besonders schwer, weil ich esse ja... Also es ist nicht mal eine Hassliebe, es ist einfach nur Hass, aber es ist natürlich alles Satire und hahaha. Nee, aber es ist nicht. Also ich könnte mir durchaus vorstellen, wie es besser wäre, aber anhand von Berlin fällt es mir extra schwer, muss ich sagen. Ja, so einen kleinen Hintergrund der Frage, es ist mir mal aufgefallen, wir haben eine Senatsbaudirektorin und es gibt ganz viele Investoren. Da gibt es einen Herrn Huth, der hat jetzt unlängst die Mall of Berlin gebaut und alle möglichen anderen Sachen hat er gebaut. Und wenn man dann später mal über die Zeit, 90er, Nuller, 10er Jahre,
reden wird, dann kann man sagen, also dieser Hut, der hat das Stadtbild enorm geprägt. Da sehen wir also überall, was das, was für Folgen sein Wirken in der Stadt hatte. Er hat also quasi in Beton gegossen, wie er sich die Stadt vorstellt. Gleichzeitig gab es aber dann auch eine Senatsbaudirektorin, Hüscher, und von der ist eigentlich absolut nichts zu sehen. Frage, wärst du theoretisch bereit, eine Senatsbaudirektorin zu ersetzen? Würdest du bereit sein? Ne? Du, klar, also ich würde auch sofort die Macht übernehmen, da würde es ganz anders laufen, glaub mir mal. Also da würden auch mal sofort ein paar Leute in den Klassen. Ich war auch mal in einer anderen Radioshow und das werde ich euch jetzt nicht aufzwingen, aber da habe ich, ich habe die gezwungen zu sagen, dass Vorbereiten ein verlogenes Arschloch ist. Aber nee, würde ich sofort machen. Und Stadtplanung, wo sind die denn? Ja, also ich sehe da gar nichts von. Es gibt ja, wieso hier so viele hässliche Neubauten rumstehen? Breslau Berg nicht, ein Vorteil, aber im Westen zum Beispiel. Das ist ja, dass nach dem Krieg mehr Häuser zerstört wurden als im Krieg. Und das war ja wegen diesem ganzen Bauwahn, wegen dieser Korruption am Kotti und so. Das ganze Kotti, dieser Sozialkotzbrocken, wurde ja entworfen, weil es halt Baukorruption gab. Und jetzt haben wir ungefähr das Gleiche. Diese ganzen scheiß Einkaufszentren werden halt auch gebaut. Und das wird die Bausünde der nächsten 20 Jahre sein. Also in meinem Ideal-Berlin wäre es so, wir gucken halt in 20 Jahren zurück, wie jetzt auf 70er Jahre Bunker und sagen, Mann, scheiße, damals hat man noch Einkaufszentren gebaut. Boah, was war denn das für eine Zeit? So, da sind wir natürlich schon im Postkapitalismus und so. Also Statistik zum Grundeinkommen, ne? 2050 schätzt Jeremy Rifkin, also der eigentlich renommierteste Zukunftsforscher der Welt, jetzt gerade, dass wir noch 5% der Arbeitskraft brauchen. Ne? Und dann gucken wir mal, ob es noch Einkaufszentren bräuchte. Da bin ich ja gespannt drauf. Da bin ich jetzt auch gespannt auf die Touristenführungen, die dann veranstaltet werden durch ein altes, konserviertes Einkaufszentrum. Da freuen Sie jetzt schon auf, ehrlich. Ja. Das gibt es in den USA, diese Mall-Landschaften, das gibt da einen Desolationsriss. Die sind alle pleite und da laufen Leute durch, ja. Ach, wir filmen dann jetzt also über die Ruinen des Kapitalismus, machen wir Stadtführung. Das ist jetzt, diese Idee gibt mir Hoffnung, dass wir sehr, sehr viel bessere Zeiten erleben werden. Es gibt auf den Chat, Anita ist gerade in den Chat gekommen und hat Hallo gesagt. Wir sagen auch Hallo, wenn ihr ebenfalls etwas über den Chat fragen wollt, dann habt ihr die Gelegenheit auf rockradio.de. Wir machen dann jetzt mal wieder eine Musik und dann kommen wir wieder mit Wolf Gänzrich. Und ich vermute, hast du heute auch eine Satire? Ich habe heute eine ganz kleine Satire dabei, ja. Eine ganz kleine Satire, ja. Mit Wolf Gänzrich, dann nach der nächsten Musik. Dann hast du die nächste Musik dran. Und dann du machst eine Satire. Ach, präsentiert, der Song war von John Lennon geschrieben. Ich trinke ja nicht nur Milch, Kaffee oder selbstgemachten Ingwertee. Nein, manchmal kaufe ich mir auch in einem Supermarkt ein fertiges Getränk in einer Plastikflasche. Wobei ich dann immer davon ausgehe, sieht eklig bunt aus. Mal kicken, ob das Zeug so auch schmeckt. Hatte da letztens auch wieder so einen Fall. Und da hatte zum einen Vattenfall das CO2 eines halben Kraftwerks in so einer Flasche zwischengelagert und dann waren dem Getränk offenbar auch noch all die wunderbaren Zutaten, die ein hochwertiger Chemiebaukasten und das Holzschutzregal eines Supermarktes aufweisen. Frei nach dem Motto, kaufen Sie blubberblub. Trennt garantiert das eigene Nervensystem vom Rest Ihres Körpers. Schmerzfrei. Das war es kurz. Klaus. Heute wieder live. Also Werbemaskottier, aber die sind manchmal auch ein bisschen chaotisch, von daher kann das durchaus sein, dass die... Ihr hört rockradio.de, seid ihr live im Zentrum Danziger 50 beim bedingungslosen Nachmittag. Also Publikum ist noch da, ist noch nicht weggelaufen. Schläft noch nicht ganz. Okay. Das war den Panda und Kunert, Sonne wie ein Klon und du machst weiter. Genau, wir haben immer noch Christian Knall hier, der ist, jetzt haben wir jetzt ein Geräusch hier, ist das nur im Radio oder ist das... Ist nur hier. Ist nur hier bei uns, okay, dann ist ja kein Problem. Also Christian Knall ist auch noch nicht weggelaufen, sitzt hier noch und du bist durch Europa gereist. So viel weiß ich von dir, obwohl man ja nicht viel über dich verraten darf. Du bist durch Europa gereist und hast ein Buch darüber geschrieben und da möchten wir jetzt eine kleine Stelle draus hören und dann sprechen wir weiter. Aber jetzt bitte für Rückruf sprechen, damit wir das... Achso, jetzt ist es weg. Kriegen wir hin. Ja, mal was ganz Kurzes hier, müsst ihr nicht so lange leiden. Monaco, Zwergstaaten und das Allerletzte. Nee, komm klar. Wirklich. Monaco ist kein Land, nicht mal mehr eine Stadt. Monaco ist ein schlechter Witz. Das gilt auch für Liechtenstein, San Marino und Malta. Schade um die paar armen Würstchen, die da wirklich wohnen. Der Steuersünderpuff sollte so schnell wie möglich vom Angesicht der Welt geputzt werden. Niemand hat das Recht, eine Mauer zu bauen. Und niemand hat das Recht, auf Kosten des Gemeinwesens in Schokolade zu baden. Frankreich verwaltet den Mist bis heute.
Ganz abgesehen von der Wohlstandskriminalität sieht's ultra scheiße aus. Bessere Platten reminiszieren ein Schönheitsideal der späten 60er. Die hat man wohl auch der feinen Gesellschaft um die Ohren gehauen. Die schönheitsoperierten Vogelscheuchen kommen daher wie Clowns, die Kinder zum Weinen bringen. Penisvergleich mit Yachten im Hafen? Wie armselig wird's denn noch? Wieso hat der Führer Guernica bombardiert? Hier wär's kürzer und gewinnbringender gewesen. Für die Menschheit. Denn Monaco ist nichts als ein Tumor, ein tollwütiges Katzenbaby, das man ertränken muss. Parktickets für 5 Euro die halbe Stunde? Sollten mit den Goldkronen des Gegenüber bezahlt werden. Danach ihn noch einmal schick vor dem Casino Bordstein beißen lassen, damit das Lächeln auf dem Foto von Ohr zu Ohr geht. Boah, nee, Monaco, das ist so krank, das könnte man sich gar nicht ausdenken. Schämt sich Gott nicht? Klatschen erstmal bitte. So, Christian, jetzt habe ich gehört, du warst also in Monaco, du warst ja auch an anderen Orten. Das bringt mich natürlich zu der Frage, wenn wir das Grundeinkommen haben, dann reist du als Autor schön durch die Welt, machst es dir schön auf der Welt, meckerst ein bisschen rum, ne? Und die Krankenschwester, die man ja immer ranzieht als Beispiel der Redseligkeit, die muss, der Redlichkeit, die muss arbeiten. Und du machst dir ein schönes Leben. Was sagst du dazu? Bringt mich zu der Frage, wie du schon gemerkt hast, wer soll die Dreckarbeit machen? Wer soll die unangenehme Arbeit machen? Die Krankenschwester, gut, ist jetzt vielleicht noch nicht das beste Beispiel, sagen wir mal, die Frau, die die Klos putzt im Krankenhaus. Die soll also die Klos putzen. Grundeinkommen habt ihr beide, du deins, sie seins, du kannst reisen, sie soll Klo putzen. Mhm. Äußerlich dazu. Ja, ist ja von Gott so gewollt, ne? Nee, aber das ist das Sozialschmarotzer-Argument, ne? Das ist, was bringt denn die Literatur für die Wirtschaft und so weiter und so fort? Und nee, nicht für die Wirtschaft. Das nee, klar, klar, aber das also wäre ja noch die härtere Version. Aber also gibt es ein paar einfache Antworten drauf. Also Klos putzen finde ich gut, aber das will ja niemand. Das mag ja wirklich niemand. Aber muss dann gemacht werden. Muss gemacht werden. Und früher haben das ja die Bediensteten gemacht. Ja, zum Beispiel bei dir zu Hause. Gab's ja, da gibt es ja auch einen Klo und das machst du ja selber. Ne? Also das ist Möglichkeit 1. Selber machen einfach. Ist bei so kleinen Sachen möglich, was früher die Diener gemacht haben, aber Möglichkeit 2 ist für die Wirtschaft. Stopp mal, da muss ich sofort dich unterbrechen im Krankenhaus. Die Kranken, die liegen in den Betten, die können hier Klos versorgen. Das ist klar, aber mit Bediensteten und so, also keine Ahnung, in Asien oder so, ist es ja bis heute noch üblich, dass dir Leute zum Beispiel ein Taxi rufen, dass du das nicht selber machst. Ja, und das ist ja was, also die Handheben ist jetzt nicht so schwer und das ist auch ein Schritt dahin. Bleib mal beim Klo. Klar, ich bleib beim Klo. Gut, also der Punkt ist, das würde genau die gleiche Frau machen, nur würde sie dafür um einiges besser bezahlt werden. Was wir ja jetzt haben mit diesen ganzen Sanifair furchtbaren Geschichten an diesen Autobahnraststätten, obwohl da gesetzlich ein Klozugang sein muss, ne? Wenn du keine 50 Cent, dann hast du es nicht, kannst du in die Hose pinkeln. Und die bezahlen ihre Angestellten auch unter aller Sau. Also dann müssen diese Unternehmen einfach ernsthaft Leute bezahlen. Ja, das klingt ja ganz furchtbar, aber das ist halt die Frage dann, wie die Bezahlung nach Nützlichkeit ist ja eh so eine Frage, ne? Also das heißt, du sagst, wir haben alle ein Grundeinkommen, du fürs Reisen und Schreiben, die Frau, die wir jetzt als Beispiel haben fürs Kloputzen, die müsste aber obendrauf mehr Geld bekommen, damit sie weiterhin die Klos sauber macht. Klar, das würde auch über eine Steuerung geregelt. Ja, da gibt es ja so verschiedene Steuermodelle, aber im Grunde genommen sind die alle relativ ähnlich, dass im Gegensatz zu jetzt die halt arbeiten, viel weniger besteuert werden. Bei kleinen Einkommen und dann bei großen wird es halt höher und vor allem, dass Maschinen mehr besteuert werden. Ja, wir haben jetzt die paradoxe Situation, dass menschliche Arbeit Maschinenarbeit steuerlich subventioniert, was ja verrückt ist. Ja, und das würde halt aufhören. Und dann kommt noch ein Argument dazu, nämlich, dass es muss ja nicht jeder so furchtbar sein, nicht die ganze Zeit nur reisen. Ich reise ja nur, damit ich hier nicht mit der Axt zu Karstadt renne irgendwie. Und das muss ja nicht jeder so machen. Ja gut, aber was soll denn diese, ich bleibe jetzt bei der Frau, die die Klos sauber macht, was soll die denn machen? Die möchte vielleicht auch mit der Axt zu Karstadt rennen, aber die kann da nicht reisen. Nee, die aber die kann ja auch irgendwas anderes. Also was ich damit sagen will, ist, die kann natürlich auch reisen. Ja, aber es wird nicht so sein, dass jeder dann sofort nur noch am Reisen ist. Die meisten Leute haben gar nicht so das krasse Bedürfnis, in der Weltgeschichte rumzutingeln. Leider. Ich finde ja, man sollte statt Bundeswehr oder Zivildienst ein Zwangsweltreisejahr machen. Dann wären die Leute sehr viel entspannter und hätten nicht so viel Angst vor anderen Leuten.
Aber nee, es wird ja dann jeder machen, was er will, vielmehr. Also du befürchtest nicht, dass wenn wir ein Grundeinkommen haben, dass keiner mehr hier im Lande bleibt und dir die Klos putzt, sondern in der Welt rumreist, das befürchtest du nicht? Gar nicht, nein. Es gibt auch eine interessante Studie dazu in dieser Grundeinkommens-Essay-Doku. Da fragen die Leute, wenn jetzt Grundeinkommen wäre, würdest du noch arbeiten? Und da sagen 90% ja. Und dann fragen sie, was meinst du denn, würden die anderen noch arbeiten? Und da sagen sie, wahrscheinlich zu 80% nicht. Ja, und das bringt das halt eigentlich auf den Punkt. Die Leute würden noch arbeiten. Du gehörst zu den 20%, die sagen, die Leute würden arbeiten und würden auch die unangenehmen Jobs machen. Ja, na klar, die würden arbeiten, ja, und wie gesagt, die Kassiererin halt, ne? Also so traurig das ist, ich glaube auch, das wird sich mit der Zeit legen, mit der Mechanisierung jetzt. Wer das nicht gelernt hat, will auch nicht an der Kasse arbeiten. Ja, aber wenn man so geprägt ist, gut, keine Ahnung, Leute wohnen in der Vorstadt und mähen ihren Rasen. Es gibt kranke Sachen. Darf ich da mal wirklich, ich war mal vor einigen Jahren in einer sehr zweifelhaften Maßnahme von einem gewissen Amt untergebracht. Nicht näher benannt, ja. Ich war zum Glück nur 6 Wochen lang da dran, es kam mir vor, wie mindestens 5 Jahre. Da waren aber Leute dabei, die haben das 18 Monate lang gemacht. Und die fühlten sich dort wohl. Und diese Maßnahmen, das waren dann Aquarellbildchen mal. Man zog sich morgens eine Arbeitskombi an, setzte sich in einen großen zugigen Raum und malte Aquarellbildchen möglichst noch nach Zahlen. Ich habe mich dann gefragt, warum machen die das? Sind die einfach nur alle so doof? Nee, denen hat es wirklich Spaß gemacht. Verrückt. Ja. Ein Kumpel von mir war mal in einer Maßnahme, hat Deutsch gelernt. Er war aber Deutscher. Ja, du saß da mit Leuten aus irgendwie Syrien und hat dann Deutsch gelernt. So, das war mega freakig. Aber das kann ja durchaus sein, dass er nicht Deutsch konnte. Irgendwer wird ihn dann ja schon reingesteckt haben. Der hatte einen Master-Titel in Architektur. Also der konnte so ich mach dich Messer, konnte er schon. Kommen wir nochmal zu dir als Autor zurück. Ich meine, die sind ja, wisst ihr wahrscheinlich alle, als Autor verdient man nicht viel Geld. Du hast nun 3 Bücher laufen. Wovon lebst du? Lebst du von den 3 Büchern oder wünschst du dir schon für dich aus ganz persönlichen Gründen das Grundeinkommen her? Na, ich lebe von Drogenhandel, Prostitution und Menschenhandel. So sieht es ja auf der Brille aus, ja. Genau, das ist deswegen, ne? Also das sind halt zumindest genau die 3 Bereiche, die beim Grundeinkommen auch wegfallen würden. Nee, das kann man sich voll an die Wand schmieren. Ich kriege 1 Euro pro Buch, also danke an Eulenspiegel, bla bla bla, eben macht das prima, aber also, wer davon lebt, kann sich die Kugel geben. Das geht überhaupt nicht, also, sei denn du schreibst Rentner-Pornos für die Shades of Grey. Aber nee, ich bin deswegen auch der Maskenkram, ich bin leider auch in der Maschine und ich verdiene durchaus genug. In welcher Maschine? Kapitalismus. Ja, also ich bin da drin, ich verdiene genug für mein Leben, ich beklag mich nicht, wir leben ja in einem unfassbar reichen Land. Ja, ich habe das Glück, eine tolle Bildung gehabt zu haben, die mich das relativ problemlos machen lässt. Also du arbeitest noch nebenher, haben wir das jetzt richtig verstanden? Okay, ne? Ja, also ich bin in der Mühle auf jeden Fall, aber... Und schreibst abends nach Feierabend, oder? Nee, also es wäre zum Glück ein bisschen Jahreszeiten, aber es ist so, dass ich schreibe einfach 1 Stunde pro Tag. Das ist es. Okay, das kriege ich hin und das ist auch locker. Und bei Grundeinkommen, ich sag jetzt mal für mich persönlich, würde es gar nicht so einen großen Unterschied machen, ehrlich gesagt. Aber du müsstest ja nicht mehr in der sogenannten Mühle umtreten. Würde ich aber wahrscheinlich auf eine Art sogar auch noch machen, da bin ich wahrscheinlich auch ein paar Prozent. Weil es kommt auf die Teilbereiche, ein paar Teile sicher nicht, aber weißt du, was mit dem Grundeinkommen viel besser ist? Dann würde ich nicht mehr die ganzen Leute haben, die so furchtbar frustriert an der Ecke stehen und entweder ich mach dich Messer machen oder CDU wählen, was noch schlimmer ist, ja, weil die dann halt einfach den Stress nicht mehr hätten. Ich müsste nicht mehr in der U-Bahn, Leute wollen mich dann mit dem Wagenheber erschlagen, weil ich irgendwie falsch abbiege oder so, weil die Leute dann so gestresst sind. Das würde ja aufhören. Darum geht's mir. Und du würdest mehr schreiben oder immer noch deine Stunde am Tag? Nur 1 Stunde am Tag. Also ich bin da gar nicht, ich habe ja auch noch 4 Bücher auf der hohen Kappe, also 1 kommt jetzt noch. 2 sind zu gefährlich, 1 gleich fertig. Aber das ist wirklich so, das ist Spaß für mich, das ist keine Arbeit. Okay. Und das ist auch, das ist jetzt nicht so, dass du dann denkst, ich stehe jetzt hier im Olymp oder so, das ist eher so ein bisschen wie Stuhlgang, ist dann irgendwie fertig und dann steht man davor und weiß nicht so. Also dann machst du das nächste. Also das heißt, für dich würde sich mit dem Grundeinkommen gar nicht so viel ändern und das geht ja so in die Kerbe rein. Das heißt also, du würdest deine momentane Arbeit, willst du uns verraten, was du machst? Überhaupt nicht. Okay, gut. Du würdest deine momentane Arbeit, von der du uns nichts verraten möchtest, die würdest du also genau so weitermachen mit Grundeinkommen und wärst aber froh, dass du es in der Tasche hättest, so als Sicherheit. Habe ich das so richtig zusammengefasst? Genau, ja, und weniger für mich, also eigentlich auch für die anderen. Ich wäre froh, dass die anderen es in der Tasche hätten. Darum geht's mir.
Okay, ja? Also du gehörst zu denen, die es anderen auch gönnen, weil es gibt ja viele, die sagen, die würden da nichts mehr machen oder so, die sollen kein Grundeinkommen kriegen. Nee, also dieser drakonische Alttest der Menschengerechtigkeitsdrang, Gedanke überhaupt nicht. Nee, ich bin auch, das ist ja auch wie zum Beispiel Dänemark, ja, hat ja den höchsten Steuersatz, ne? Und denen geht super und alles läuft riesig und so. Also ich bin durchaus gerne bereit, den Leuten auch was abzugeben für sinnvolle Sachen. Jetzt nicht für Autobahnbau, was verrückt ist, aber wie in den USA. Ich zahle keine Steuern und wundere mich dann, da war ich gerade, dass die Straßen kaputt sind, dass die Wasserversorgung nicht geht. Ey, die haben einem Viertel der Detroiter Bevölkerung das Wasser abgedreht. Ich meine, wie krass ist denn das? So, und da bin ich, und klar stehen die dann an der Ecke und verkaufen Crack und schießen nicht tendenziell über den Haufen. Nee, also da bin ich, ich will einfach in einer Gesellschaft leben, wo die Leute glücklich sind und so viel haben, wie ihnen zustehen. Und hier steht den Leuten mindestens die konservativste Schätzung sind 900 Euro beim Grundeinkommen. Mhm. Ja, ohne Fragen. Und das ist noch ohne extra Sozialleistung. Das wäre Rolli oder 1000 so. 1000 ist eine schönere Summe. Ne? Genau, so schön, aber tendenziell ging es noch mehr. Wir haben ja so Geld für, wir haben die Bundeswehr, man, wir leisten uns Geheimdienste, wir schmeißen das Geld, wir irgendwelche Atom-U-Boote. Also wenn man das sich alles schenken würde, hätten wir da locker auf 2,5 oder so. Nur auf letzter verkaufen wir ja schließlich, oder? Ja, na klar. Den nee, verschenken wir auch mal. Verschenken wir auch mal. Neulich. Genau, es gibt ja immer mal, also werden ab und zu, ne, Waffen sind ja auch prima, ne? Wir töten ja niemanden, wir geben nur Waffen und so, ist ja alles ganz locker. Nee, aber also wir könnten da noch sehr viel mehr reißen und es wäre einfach so, also da ist wirklich das Equality Project, kann ich jedem empfehlen, von Dr. Wilkinson. Und der hat einfach die soziale Ungleichheit in Ländern getestet und es verglichen mit Teenage-Schwangerschaften, Drogenmissbrauch, Depressionen und da, wo die Schere weiter ist, ist das mehr. Mhm. Und das knallt einfach. Ne? Ich war in Finnland, habe ich gelebt und es hat mehr Gleichheit als die meisten Ostblockländer zu der Zeit. Und das merkst du auch. Sehr hohe Lebenszufriedenheit, sehr nette Leute. Mhm. Mhm. Gut. Also das ist schön, du gönnst es also allen und ich, Klaus, ich würde sagen, daraufhin machen wir doch gleich eine fröhliche Musik. Ne? Fröhliche. Na, mal doch. Mach mal wieder, oder willst du noch mal was zum Grundeinkommen? Ich will mein Grundeinkommen, sonst will ich nichts. Die kostet an. Die Mikros sind an, ihr seid bei Bedingungslosen. Die Mikros sind an. Wir sind hier beim Bedingungslosen Nachmittag live im Zentrum Danziger 50. Publikum ist noch da. Hallo. Ja, ja. Und das eben musikalisch auf Strom und Wasser, das ist Deutschland. Olaf Michael Ostertag. Ja, wir sind in der Abbaubar in der Danziger 50, hier im Prenzlauer Berg, von dem wir vorhin schon gelernt haben, was es alles gibt, weswegen man den hassen kann. Es ist jetzt auch in unserem Chat ein bisschen Leben eingezogen und da ist jetzt mal die Frage, ob wir heute auf einem Nazi-Trip sind, wegen Bombardieren, Guernica und so weiter. Ich habe mir gerade in der Pause schon sagen lassen, das ist nicht der schlimmste Vorwurf, der dir je gemacht wurde. Du hast noch Schlimmere gekriegt. Ach klar, du, die Leute drehen sich aus allem was. Ne? Also das ist immer das Beste, was das mit Guernica, ne? Das war natürlich todernst. Ne? Also man sieht ja, also, ich bin ja in dem Sinne natürlich Nationalsozialist und so weiter. Also völliger Blödsinn. Ja, das Ding ist halt, das war natürlich mal wieder Humor, aber damit kann man in Deutschland, das geht gar nicht. Also, du hast jetzt gerade schon wieder so einen O-Ton geliefert, den die Heute Show wieder verwenden könnte. Ne? Ja klar, du, die Heute Show ist auch super. Ja? Also ja, mach ein paar Schnitzer, aber sonst super. Nee, aber das Ding ist halt, das ist ja was ganz Tolles. Leute hassen ja gerne, ja, und suchen ja immer einen Sündenbock. Und jemand, der irgendwie andere Meinungen verträgt, das ist dann total geil, wenn der irgendeinen Witz macht und man versteht ihn nicht oder will ihn nicht verstehen. Und dann hackt man darum, das ist das Geilste. Anstatt dass die Leute halt, keine Ahnung, Merkel hassen oder so, hassen sie halt Leute, die irgendwas dagegen sagen. Es ist, und Nazi-Vorwürfe sind natürlich schön einfach. Ich meine, ich mache die auch gerne. Damit hast du immer, das ist wie in der Politik, pädophilen Vorwürfe. Du musst die gar nicht widerlegen, aber dann ist er eigentlich schon tot. Ja? Also bis das rauskommt, so wie jeder die oder so, dann ist er einfach weg. Ja, ja, aber du, ich krieg, also das geht durch die Wand weg. Ne? Also das musst du mal auf Amazon die Kritiken zu dem Berlin-Buch durchlesen. Das ist der Hammer, wirklich. Also Leute, die Orthographie wirklich überhaupt nicht beherrschen, heimern da was rein und haben mich entlarvt und ja, das ist also schön. Du hast ja auch sehr gerne, insofern kann man sagen, also man muss Hass mit Hass beantworten oder Hass als Hass cam. Genau, nee, aber das, der Trick ist ja, Hass als Motivation zu nehmen und es dann argumentativ zu überlegen. Ansonsten kann ich auf die Straße gehen schreien, das bringt ja jetzt auch nicht. Ja, aber du machst das sehr elaboriert, du hast ein sehr artikuliertes geschrieben. Ja, so etwa. Ich nenne es rein Verbalkotzen, nenne ich es normalerweise. Was? Verbalkotzen. Verbalkotzen. Du hast dir einen Pseudonym zugelegt, das in der Schreibweise so ist, dass man es möglich überhaupt nicht
ändern kann, dass man ganz genau weiß, wenn man diesen Christian irgendwo sucht, dann schreibt er sich nur so, also mit T und J dann dran. Es kann also nur den einen geben. Und da frage ich dann mal, ist das dein Facebook-Profil? Nee. Ist ja geil, dann hat das gemerkt, Hannover, was ist denn das? Nee, natürlich nicht. Das ist der einzige Christian Knall auf Facebook, schreibt sich aber genauso wie du, nimmt auch irgendwie auf dich Bezug. Und ich glaube, dass der in Hannover angibt zu leben, das ist der Gag. Ist doch super. Ey, weißt du was, in meiner Idealvorstellung sollten jetzt ganz viele Christian Knalls aufkommen und die machen dann einfach mal ungefähr das gleiche wie ich. Und dann haben wir es runterkommen in einem Monat. So, bam, ist ja toll. Also ich bin da überhaupt nicht eitel. Okay. Also jeder, der Christian Knall sein will, haut rein. Okay, das heißt, ich stelle dir dann mal eine Freundschaftsanfrage und unter irgendeinem anderen Pseudonym befreundest du dich auch mit deinem eigenen Ich und dann gucken wir mal. Weißt du, das Wortspiel in der Kamera vielleicht hier so, also es ist quasi ein Spider-Man-Porträt als Profilbild. Das ist ein gut recherchiert. kann man also mit anderen Worten ziemlich, ein Totenschädel ist dann als eigentliches Gesicht, also hat schon ein bisschen was von dem Stil, könnte man also jetzt drauf kommen, dass du das programmiert hast, hast du aber nicht. Nee, aber weißt du was, das ist ja auch ein Wortspiel, Christian Knall, von wegen du Christian Knall, haha, das ist geklaut von dem Schlagersänger Philipp Christian Steifen. Ja, und der hat so gut den Namen, dass ich dann einfach sozusagen die Hälfte geklaut habe. Vielleicht hat der das auch sich gedacht. In meinem Kabarettprogramm gibt es die ganze lange Geschichte über die Tea Party, wo ich dann sage, die Leute kommen mit Haus auf die Straße, so ähnlich wie du es vorhin gesagt hast, und sehen nur noch Sachen, die sie hassen, die sie also mit anderen Worten dringend weghaben wollen. Sie wünschen sich einen großen Knall. Sie wünschen sich den Knall, den sie längst haben. Insofern hatte ich gedacht, das wäre auch in etwa so das, was du mit dem Knall da hast. Ja, ist natürlich auch, also schwingt auch ein bisschen mit, Aber wie gesagt, lustig, also einfach, es war lustig und lustig ist wichtig. Das mit dem bedingungslosen Grundeinkommen nimmst du aber ernst? Ja, schon. Doch, wie lange hast du dich damit schon beschäftigt? Das weiß ich gar nicht so genau. Also wahrscheinlich, seit ich das erste Mal gehört habe und ziemlich gut fand. Also ich war eigentlich, also mir wurde so mit 13 klar, dass Kapitalismus ziemlicher Blödsinn ist. Und ich habe halt einen richtig derben Hass auf so vulgär Materialismus seitdem geschoben. Hat sich dann, wurde wieder ein bisschen besser. Man wird ja dann kurz mal so erwachsen, so Anfang 20, und dann hat es wieder zurückgeschlagen. Und mittlerweile ist es eigentlich immer noch so. Also ich kann halt mit Luxus und so weiter, Armbanduhren und alles, immer noch, ich kriege immer noch einfach das krasse Kotzen. Und dazu muss ich aber auch sagen, jetzt wo wir nochmal bei diesem Hass sind, eine gute Gesellschaft würde mit so Leuten wie mir ja auch gar nicht funktionieren. Ja, und das ist ja das Schöne, dass nicht alle so sind wie ich. Ne? Also da bin ich wahrscheinlich zu exzentrisch. Oh, ich habe mal in der fränkischen Gegend Kabarett gemacht mit einem Kollegen, der hat gesagt, jetzt guck uns doch mal an, gucken wir uns in die Augen, ganz ehrlich, uns beide würden sie doch nie wieder in ein Büro lassen. Ja, das... ja. So in etwa, also bei mir habe ich einen Lügen gestraft, ich sitze wieder in einem, aber... Oh Gott, ja, Beileid. Herzlichen Dank. Aber du verrätst jetzt ja nicht, in welcher Mühle konkret du dich aufhältst, was auch irgendwie nachvollziehbar ist. Es hat aber auch geheißen, die jetzige Maskerade, die du da hast, die sieht ein bisschen nach Helge Schneider in Jung aus. Hast du damit Probleme? Nee, gar nicht. Also es ist mir nicht aufgefallen, aber das meinte ja letztens genau auf der Lesung, meinte das eine. Und ich habe das Gefühl, das stimmt, aber es ist natürlich eine Ehre für mich, weil Helge Schneider ist natürlich einer der ganz, ganz großen Philosophen unserer Zeit. Und der hat auch, das Tolle an dem ist ja, der ist ja super postmodern, kannst ja alles in den rein interpretieren, aber so richtig einen Standpunkt macht er nicht. Aber das ist auch was er auf jeden Fall checkt und was richtig wichtig ist. Weil der ist auch einer, der so besonders viel Mimikry betreibt, also der ja eigentlich von Hause aus ein genialer Jazzmusiker ist. Ja. Wie viele Instrumente der beherrscht, und zwar wirklich beherrscht. Und genau. Beim Instrumentenspielen, da dauert es ja eine Weile, bis man davon beherrschen reden kann. Und dann aber auf so einer Bühnenshow mal drei Takte spielt, um dann sofort wieder abzusetzen und sagt, das könnte ich machen, mache ich heute. Genau, und dann ist er irgendwie auf einer Flasche rum oder so. Ja, der ist super. Und was der halt, also gepflegter Dadaismus ist auch ein Selbstwert an sich, ne? Und ich finde auch zum Beispiel, wenn alle sagen, so runterkommen, wir hätten dann jetzt nichts mehr zu tun. Ey, stell dir mal vor, dann würde es mehr Helge Schneiders geben. Wie viel besser würde unser Leben werden? Ja, also das Deutschland ist ja so krass, weil es gibt ja eine Kabarett und so, es gibt so erschreckend wenig Humor in Deutschland, ne? Also das, so Engländer kann ich schon verstehen, dass die denken, wir sind hier alle Holzköpfe. Ja, so, weil erschreckend wenig Humor in Deutschland. Da möge mir jetzt unser Chat-Teilnehmer Staatsbürger verzeihen, dass ich seinen letzten Post dazu verlese. Zu blöd, um völlig missglückte Späße zu verstehen, bin ich auch nicht. wenn er sich Staatsbürger nennt, dann ist das eigentlich schon gut genug. Ja, Staatsbürger, dann ist das okay.
der Humor ist natürlich eine Frage des Geschmacks und ich werde natürlich demnächst darauf achten, dass der Humor absolut massenkompatibel ist. Das ist eine schöne Diskussion, die es jetzt übrigens gibt. Da kann ich die Dokumentation empfehlen, auch an Staatsbürger, That's Not Funny. Die Kamera hat wer gecrowdfundet. Es, jetzt im Zuge auf dieser Charlie Hebdo-Attentat und so gibt es sehr viel von dem, das darf man doch nicht sagen. Ja, und da ist, finde ich, da habe ich einen ganz radikalen Standpunkt. Ich finde, man muss alles sagen können, immer. Und da gibt es auch den Typ Art Spiegelman, der Holocaust-Überlebende. Und der hat in einem Cartoon-Wettbewerb des Irans zum Holocaust-Leugnen teilgenommen. Mhm. Und hat dann einen Cartoon so gemacht. Und das fand ich so genial. Also Humor ist auf jeden Fall was, was einen Sachen ertragen ist und was einen weiterbringt, weil man Macht dadurch anpisst. Ja, also das, ja. Die Partei, also die Partei, die von Herrn Sonneborn, die hat jetzt unlängst mal ein Plakat veröffentlicht. Da wird sie jetzt im nächsten Wahlkampf, also schon mal so auf Vormacht bringen, ein Wahlkampf ist immer, für jeder hat das Recht auf ein bedingungsloses Grundhirn. Geil, okay, der hat ein bisschen gebraucht, aber ja, die finde ich eh super, die Truppe. Also wirklich, ich bin da noch ein bisschen zu idealistisch, die ganz zu wählen, ne? Aber ich sag mal, ich hab ihn schon mal so eine, zwei Stunden irgendwo und so weiter, habe ich ihn mal durchgehen lassen, weil die sind so gut, was der einfach macht, das hat ein super kommunistischer Wolf von mir, das Teilung des Herrschaftswissens genannt, so streng nach Marx. Und das stimmt aber auch, was der halt so offenlegt, der delegitimiert halt eine ganze Menge Mechanismen. Und das ist auch so das, was ich machen will. Ja? Du musst einfach lustig, aber informativ sagen, was falsch läuft und dann läuft das. Ne? Im grünen Buch ist halt der Fehler, da habe ich einfach nur gesagt, was falsch läuft. Aber wenn du nicht zwischendurch mal irgendwie ein paar schlechte Witze machst, dann hört dir keiner zu. Ja, das ist ein bisschen wie die Känguru-Chroniken. Sagt Michael Wittling, ich mache antikapitalistische Bücher, die sich ironischerweise ganz super verkaufen. Ja, genau. So muss man ja, das stimmt. Und das ist ja auch, das Ding ist mit dem Verkaufen, das ist ja so eine Krux, ne? Muss natürlich, wenn du immer gegen den Kapitalismus anwendest, kommt ja früher oder später, ja, wieso verkaufen deine Bücher? Das Doofe ist halt, dass wir gerade so eine Struktur haben, dass du sie, wenn du sie nicht veröffentlichst bei einem Verlag, bekommt sie einfach niemand zu lesen. Ne? Es gibt nur ganz wenige Ausnahmen. Ne? Und hätten wir halt ein anderes System da, zum Beispiel eine Kulturflatrate, was ja auch mit dem bedingungslosen Grundeinkommen relativ einherginge, hätte man da ganz andere Möglichkeiten. Ja, nun ist aber das Internet eigentlich auch schon eine Institution, wo es sehr demokratisch zugeht. Eigentlich kann sich ja fast jeder heute schon veröffentlichen. Wenn jetzt alle schreiben, lesen dann auch alle noch mehr oder fangen wir dann an, ins Leere zu schreiben? Auf jeden Fall. Nee, würde ich sagen, also wenn du jetzt meinst, dass beim Grundeinkommen, wenn es eingeführt wird, dass dann mehr lesen, weil auch mehr schreiben. So meinst du das, ne? Also auf jeden Fall werden mehr schreiben, aber werden auch mehr lesen. Das war meine Frage. Ja, nee, glaube ich auf jeden Fall. Achso, ich habe übrigens zwei Bücher, die zu hart waren für Verlage, auch auf der Website christianknall.de. Das ist für Leute mit Humor, die Staatsbürger, die musst du mal reinlesen, da kannst du gleich. Also du hast ja vorhin gesagt, ein Buch veröffentlichst du gar nicht, beziehungsweise vollendest du gar nicht, weil es zu gefährlich ist. Heißt das, wenn du das Buch, wenn du den letzten Satz geschrieben hast, wirst du dich selbst zerstören? Wenn ich mich selbst zerstören? Ich glaube, ich Kafka alles verbrennen, weil ich zu stolz bin. So, nee. Ich hatte gesagt, die waren zu hart, ja. Ich habe einzig Shitstorm, das war wirklich da. Also da kommen so Sado-Szenen mit Merkel und so, das war denen anscheinend zu hart. Aber Berliner Armee-Fraktion, das wollen sie, glaube ich, dann, das wird man verlegen. Naja, aber auf jeden Fall, ja. Also mit Antworten, du hattest für drei Bücher einen Verlag und die anderen hast du verlegt. Dann hat zwei verlegt und zwei in der Mache. Machen wir dann jetzt mal wieder Musik und dann gucken wir mal, was wir sonst noch so beantworten können. Wir haben ja immerhin noch 40 Minuten Sendezeit. Ich gucke mit Ihnen jetzt gleich nochmal auf die Bücher und auf den Verlag zu sprechen. Hier. Bitte, ja, da freut er sich der Verlag. Das war Sally Salman, der Revoluzzer-Iset beim bedingungslosen Nachmittag live im Zentrum Danziger 50 und hier auf rockradio.de. Publikum ist nochmal wach. Hallo? Und wir machen weiter, Julian. Genau, wir haben noch Christian Knall hier sitzen, der ist auch noch wach und munter. Und ich habe mir jetzt mal so die Bücher angeguckt, die hier auf dem Tisch liegen und sehe da Eulenspiegel Verlag. Das ist ja ein ehemaliger Ostverlag. Du bist ja nicht immer zimperlich umgegangen mit allen deinen Texten, unter anderem auch mit dem Osten nicht. Was sagen die denn dazu? Die haben Humor. Das ist das Wichtige. Ja, ich habe ja so viel Scheiße da reingeschrieben, also von Morddrohungen über sonst was. Also man hätte eigentlich richtig, richtig reinlagen können. Aber die haben halt gesehen, der Wind dreht sich, ne? Also Egon Krenz verlinkt ja auch und so. Aber die haben halt so die neuen Wilden und so. Und das ist halt das Wichtige. Da ist jetzt wirklich so eine Truppe, die ist halt links progressiv. Die haben auch irgendwie neue Eigentümer und so. Und das ist auf jeden Fall richtig. Das ist auch ganz wichtig, dass du halt nicht konservativ wirst, egal in welcher Richtung. Jetzt rechtskonservativ ist zwar schlimm, aber linkskonservativ ist halt auch nicht der Deal.
Und ja, nee, die sind progressiv und lustig. Also das heißt, du bist ja, ich darf ja nicht so viel über dich verraten, aber du bist ein ehemaliger Westler, ne? Du bist darf ich das sagen? Kein Kommentar. Okay, das, gut. Weil da kommen dann sofort wieder die Leute und bringen irgendwelche Identitätsargumente. Da bist du auch sicherlich zu jung. Also man, gut, okay. Weiß halt. Und so. Aber gut, das heißt aber, weil die haben dich trotzdem als... nicht Wessel oder vielleicht, also die haben jetzt nicht irgendwie sich erstmal das Manuskript angeguckt und gesagt, die Gesinnung, wissen wir nicht so recht, also das ging so durch. Das ging, also ich glaube, die Gesinnung ist ja ganz klar antikapitalistisch, ich glaube, das ist einfach der Punkt, ja. Mhm. Obwohl die erste Frage lustigerweise von der Redakteurin oder was auch immer das war, war, bis zum Wessi war. Ja, bitte, also ja, die Antwort sage ich nicht, aber auf jeden Fall, nee, also das ich glaube, den kommt es halt eher darauf an, was du halt so zwischen den Zeilen liest. Und man liest ja bei mir, ich habe halt eine rigorose Verachtung für jede Form von Diktatur und Antidemokratie im Grunde genommen. Und das ist völlig egal, auf welcher Seite die ist. Ja, sie fällt nur historisch natürlich eigentlich eher in den rechten Bereich, aber ja. Jetzt hast du gesagt, du hast wirklich ernsthafte Morddrohungen, Hassbriefe bekommen. Ja. Habe ich das richtig verstanden? Ich hatte nämlich die ganze Zeit gedacht, du hattest mir das im Vorfeld schon mal erzählt, ich dachte die ganze Zeit, das wäre eine PR, ein PR-Gag des Verlags gewesen. Nee, so hart drauf sind die nicht, nee. Was sagt denn der Verlag dazu? Haben die da Schwierigkeiten? Oder frage ich jetzt mal, bekommen die auch Morddrohungen? Oder spielt sich das noch im witzigen Rahmen ab? Ich kann mir das so recht nicht vorstellen. Also man trachtet dir wirklich noch im Leben? Oder nein, ist das noch irgendwie lustig? Das ist Gequatsche. Ja, das sind dann irgendwelche Leute, die sagen, halt, guck mal hier, und dann kriegst du und so. Also das ist ja Blödsinn. Die haben das nicht gekriegt, ich habe es bei E-Mail gekriegt, aber da darf man sich auch nicht so drauf einmachen. Die meinten dann auch, also bei den ersten Lesungen dachte ich schon, holla, holla, kommen die jetzt und so, aber gar nichts. Also das ist halt einfach Gequatsche. Das Ding ist halt, wenn du also so Nationalismus und diese ganzen ekligen Identifikationssachen, deswegen sage ich auch nie genau, woher ich komme, was und so weiter, weil dann hast du sofort wen, der sich da gegenüber in einem anderen Land, anderen Bezirk, anderer Straße identifiziert und das kackt die Leute so an, ja? Okay. Das ist jetzt lustig, ich lasse ja an keinem Bezirk ein gutes Haar, aber die Leute finden sich immer angekackt, weil das ja ihr Bezirk, ihre Heimat ist. Ja, und das ist so für mich der Inbegriff von, du denkst einfach nicht nach, ne? Weil wenn du so ein bisschen reflektieren wirst, würde dir auffallen, dass du mehr bist als, keine Ahnung, Reinickendorf oder irgendwas. Aber du sagtest jetzt, du hast noch eins in der Schreibtischschublade und das ist definitiv zu hart, wenn ich jetzt deine Worte benutzen darf. Warum? Boah, ich weiß, das geht auch so Islamismus und so, also das habe ich vor, ich glaube, einem Jahr oder zwei geschrieben und das ist, glaube ich, einfach ein zu heißes Eisen bis jetzt. Also das heißt Shitstorm, wer es adoptieren will, gerne. Aber wie gesagt, es ist jetzt auf der Website. Ist jetzt ein Aufruf an die Verlage, wer sich traut, der darf sich melden. Ja, das ist auch da setze ich mich auch mit Schulattentaten auseinander und es ist einfach wirklich harter Tobak. Muss man halt machen. Hast du das dem Verlag schon angeboten oder willst du ihm das gar nicht anbieten, weil du sagst, die wollen das? Nee, das habe ich, ich habe das denen mal gegeben, aber die meinten, das ist selbst uns zu hart und so verstehe ich auch, weil da habe ich noch eine Mediensatire, die ist auch zu heftig, also ich bin da auch an eine Menge Themen, irgendwie Pädophilie und so weiter, also alles, was Leute halt richtig aufregt, da habe ich mal richtig den Finger in die Wunde gelegt und das ist schon okay. Wie gesagt, ein paar gibt es dann halt als Freebies einfach, wenn ich irgendwann Millionenpublikum habe, können die Leute das dann lesen und so, aber dann habe ich noch so einen Roman, der wird wahrscheinlich dann rauskommen mit der Fraktion. Aber manche Sachen sind halt einfach zu heftig und die wollen sich halt auch. Das war schon ein ziemliches Ding für die Bücher überhaupt reinzunehmen. Also es hat gut geklappt. Ja. Ja, aber die haben sich da auch ein bisschen aus dem Fenster gewagt und so. Und ich glaube, die haben garantiert von irgendwelchen Seiten auf den Deckel gekriegt. Und die wollen jetzt einfach wahrscheinlich nicht komplett zusammengeschlagen werden. Aber und was hast du mit diesem zensierten Manuskript vor? Aufgeladen, das im Internet? Achso, das hast du schon, genau. Das ist auf christianknall.de, das könnt ihr lesen. Ja, also okay, Leute. Da habe ich auch Kapitel über Israel noch. Sag mal deine Internetadresse. Na, christianknall.de, so schwer ist nicht. So, da kann man also, Leute, ihr habt es gehört, dieses betreffende Manuskript, was dem Verlag zu hart war, das könnt ihr also auf seiner Website, kann man runterladen bei dir? Klar, also bitte an alle ohne Humor, bitte lest euch das durch und verklagt mich. Ja? Das ist, hat jemand eine Frage? Ja, wollte ich jetzt gerade fragen, gibt es da Erfahrungen aus dem Publikum? Also großes Ja, nein, wirklich Ja, nein, okay. Okay, nee, dann kommen wir nochmal zu diesem Manuskript. Du hast es ja geschrieben und da Zeit und Mühe drauf verwendet. Wir haben noch kein Grundeinkommen. Das heißt, es ist sozusagen deine Zeit da reingeflossen und du stellst es jetzt kostenlos zur Verfügung? Oder muss man sich das kostenpflichtig runterladen? Nee, ist kostenlos.
Siehst du das? Denn das ist ja im Moment die große Frage im Internet. Alles kostenlos, aber du hast dir ja Mühe gegeben. Du hast ja gearbeitet dran und du bekommst jetzt kein Geld dafür, keine, womöglich noch Morddrohung. Ja, also, das ist der Lohn ist sozusagen die Morddrohung. Also, ja, aber das Ding ist, also im Internet, klar, sollte alles kostenlos sein. Ja, habe ich auch eine relativ radikale Einstellung, jedes Mal viel fürs Blog und so. Mhm. Ich bin für eine Kulturflatrate, aber jetzt besonders bei Schreiben, ey, selbst wenn gar nichts davon verlegt werden würde, ich hätte das gemacht. Ja. Weil es gibt einfach Sachen, die musste man, das ist ja quasi so Selbsttherapie ein bisschen. Okay. Ne? Und das muss dann einfach raus. Und ob es da jetzt Geld für gibt oder nicht, das sollte nicht der Maßstab sein. Also ich meine, wer für Geld schreibt, der kann sich eigentlich auch gleich auf den Strich stellen. Das ist nicht der Sinn der Übung. So. Also hätte Goethe für Geld und so, ne? Also, ja. Okay, Goethe ist halt schlecht hauptsächlich. Ja, oder hier FX Twin 26 Remixes for Cash und so, aber... Wenn ich da mal weiterdenke, sagen wir mal, wir kriegen das bedingungslose Grundeinkommen und die Verlage sagen alle zu den Autorinnen und Autoren, ja, jetzt habt ihr ja Geld, jetzt könnt ihr ja endlich, das ist ja so das große Ziel dann von den Verlagen, dass ihr ja als Autor überhaupt nichts mehr zahlen müssen, jetzt könnt ihr eure Manuskripte uns kostenlos geben, ihr habt ja euer Grundeinkommen. Was sagst du denn dazu? Na, da gibt es ein ganz interessantes Buch, das heißt Zero Marginal Cost, auch von Rifkin. Und da geht es darum, wie hoch sind die Produktionskosten. Und dass hier Bücher aus Papier rumliegen, ist ja völliger Quatsch. Ja, ich lese eigentlich nur auf dem Handy sonst und klar, das ist nicht so schön für die Augen, aber in 100 Jahren interessiert das eh keinen mehr. Da haben wir uns dran gewöhnt, da kann man es auch noch bei Kerzenschein. Und das Ding ist, dass diese Kosten, wenn wir eine Kulturflatrate hätten, so rum, ja, dann würdest du ja da was kriegen, einfach mal... Was verstehst du darunter, dass man bestimmte Summe zahlt im Internet und dann freigeschaltet? Einfach Steuerfinanzierung genommen. Das, was man so Zivilisation nennt. Ne? Du zahlst die Bullen ja auch nicht, wenn die kommen und gibst dir irgendwie einen Zehner, dass die jetzt gekommen sind, sondern du zahlst halt Steuern. So was man Zivilisation nennt. Und da dann einfach nach Klickzahlen, nach Runterladen und so weiter, nach Leserzahlen, kriegst du dann einfach und so. So wäre das eigentlich, das wäre das Ding, weil die Produktionskosten sind ja dann quasi gegen Null. Ne? Also du musst ja dann nur noch Fehler lesen und so. Das könnte man eigentlich auch Peer-to-Peer machen. Das habe ich am Anfang auch so gemacht, dass du einfach irgendwie gibst und drüber lesen lässt. Und das Ding ist halt, dass im Grunde genommen werden dann Verlage, so scheiße das ist, über kurz, über lang überflüssig. Ich meine, wer braucht denn das noch? Also das heißt, du siehst das sowieso in Zukunft nicht mehr, dass man so ein Manuskript an den Verlag schickt und bittet, dass es drucken und so. Also du siehst eigentlich so die Bücher im Internet, beziehungsweise, dann erübrigt sich ja die Frage, genau, ob du mit Grundeinkommen überhaupt noch Geld kriegst von den Verlagen. Ne? Die ist dann sozusagen, genau, ja, ne, hat sich aufgelöst. Hat sich aufgelöst. Nee, also das Ding ist, also das gilt für ganz viele Sachen, zum Beispiel Autos, auch Privatautos, ist ja völliger Quatsch. Ne? Also das wird mehr und mehr kommen, dass wir halt Carsharing und dann werden irgendwann die Autos völlig depersonalisiert werden und so. Also dieses ganze Eigentums, wir müssen schaffen und die materiellen Zwänge zwingen uns in den Kapitalismus, ganz vergessen. Ja, also das wird nicht mehr so laufen in der Zukunft. Okay, gut. Wir sind leider schon wieder in der letzten halben Stunde und wir machen jetzt noch eine Musik und danach hat sich Olaf Michael Ostertag noch ein Stück über Lichtenberg, ist das richtig gewünscht, aus dem Buch von Christian Knall, und das hören wir nach der Musik. Jetzt versucht mal ein bisschen reinzulesen. Ich habe noch nicht, ich wollte ja immer wissen, wo ist das größte Kommunisten-Bashing in diesem Berlin-Buch? Ich glaube, ich habe es noch nicht wirklich gefunden, aber weil wir ja jetzt schon gehört haben, wie viele Adjektive dir so angeklebt werden und wie du angefeindet wirst, da wollte ich doch auch mal wissen, kommt es denn auch so, dass man dir vorwirft, dass du Kommunist bist, oder wirft man dir vor, dass du Kommunistenfresser bist? Wahrscheinlich bist du beides gleichzeitig, weil Hass ist gesund und der Hass ist umfassend. Also darüber dann in der nächsten Viertelstunde, und jetzt machen wir erstmal wieder Musik. Also Kommunisten-Bashing jetzt, ja? Lichtenberg, ja. Flying Money war das mit dem Titel Money. Wir sind immer noch beim bedingungslosen Nachmittag, live aus der Abbaubar in der Danziger 50. Zu Gast ist Christian Knall. Christian Knall schreibt Hassbücher, und mit anderen Worten haben wir die ganze Zeit über Hass geredet. Hass ist was Gutes, Hass ist eine Triebfeder, das mag aber unser Chat-Teilnehmer Staatsbürger nicht wirklich. Der hat jetzt gerade geschrieben, wer Hass predigt, sollte sich über Hass nicht wundern. Ziehst du den Hass zu Recht an, Christian? Ja klar, ich bin ja passioniertes Arschloch auf jeden Fall. Aber die Frage ist halt, was soll man hassen? Ne? Also das ist wie, guckt man auf den Finger, der wohin zeigt, oder da, wo er hin zeigt. Ne? Also
Die Frage ist halt, was soll man hassen? Und ich finde, Leute sollten viel mehr hassen. Ne? Also, wie gesagt, immer das 30.000 Kindersperma am Tag, kommen so alle paar Sekunden eins. Ist ein Grund für Hass, ne? Aber man kann natürlich auch mich hassen, es ist natürlich so viel einfacher. Wie war das in Deutschland? Guckt man meistens nicht auf den, der den Dreck gemacht hat, sondern der sagt, dass es dreckig ist. Ja, ungefähr so, ne? Also das ist eigentlich das. Aber ja, in seiner Meinung gesagt, ist gut. Gut. Wir haben jetzt hier noch zwei Texte. Wir wollten es mal ganz ausgewogen halten. Ossi-Bashing und Wessi-Bashing. Im Publikum hier in der Abbaubar, die sich im Ostteil der Stadt befindet, sind lauter Wessis. Also brauchen wir jetzt irgendwie... Nee, ich nehme die Ossi. Hatte ich gerade so verstanden bei der Frage in die Runde. Na gut, dann haben wir eben jetzt für jeden einen. Schenk Ihnen ein, Christian. Okay, na fangen wir mal. So, Ossis first. Lichtenberg. In Lichtenberg will man nicht mal mehr erschossen werden. Lichtenberg, das ist der Anfang vom Ende. Von den grotesk überdimensionierten Plattenbausiedlungen, die sich nach Nord- und Ostberlin rausstrecken, bis in die graue Wolkensuppe am Himmel. Die Fenster dieser Blöcke sind so klein, wie sie selbst überdimensioniert sind. Die Wohnbaugenossenschaften pflegen die Hecken vor dem Haus und halten den Rasen schön kurz geschnitten, damit die totale Geometrie der Landschaft hält. Bei jedem Wetter. Die Eingänge der Bauten sind als prototypische Angstzonen konzipiert. Schnell huscht der Lichtenberger in seine Wohnung, weil die latente Vergewaltigung in jeder dunklen Ecke auf ihn wartet. Sollte er das Pech haben, die klaustrophobischen Aufzüge benutzen zu müssen, so kann es passieren, dass er im falschen Stockwerk rauskommt. Die Rationalisierungs- und Sadismus-Spezialisten der DDR haben sich den Sparaufzug einfallen lassen, der nur alle zwei Stockwerke hält, damit kein Anflug von Luxus aufkommt. Arbeiter, du gehörst auf die Treppen. Weil nur die Verzweifeltesten ohnehin dahin ziehen wollen, wird versucht, die Häuser mit einem Concierge zu bewerben. Der kann aufpassen, dass wie immer nichts passiert. Für den potenziellen Lichtenberger hat das wahrscheinlich den Vorteil, dass er sich an die gute alte Stasi erinnert fühlt. Es ist doch schön, wenn sich jemand um das eigene Scheißleben kümmert und sei es auch nur, um es so vermurkelt zu halten, wie es ist. Das ist dann auch das Einzige, was in Lichtenberg fehl am Platz scheint. Menschen. Ungeometrisch und organisch deformiert schleichen sie durch die Häuserschluchten. Stehen an neuen Bushaltestellen und lassen diese verloren aussehen. Starren von Fußgängerüberführungen auf die Frankfurter Allee, die Startbahn in die Sowjetunion, und überlegen, ob sie vor die Autos springen sollen. Sie hätten allen Grund dazu. Nicht mal konsumieren können sie richtig, denn Lichtenberger sind chronisch unterfinanziert. Die kulturelle Abwechslung besteht in grotesk überdimensionierten Shoppingcentern. Da läuft der Lichtenberger durch und kann nichts kaufen. Das merken die coolen Geschäfte und suchen schnell das Weiteste. Ihren Platz nehmen ein Euroraumschläden ein, für minderwertiges Dasein gibt es nur minderwertige Produkte. Hart, aber herzhaft. Wie eine in Ketchup ertrinkende Currywurst, die sich der Lichtenberger in der Wurzelbude vor dem Einkaufszentrum in den Hals schiebt. Speckige Nacken erzählen von langen Hartz-IV-Nachmittagen an der Wurstbude. Denn natürlich hat der Lichtenberger keine Arbeit. Wie denn auch? Die ganzen Ausländer nehmen sie ihm ja weg. Nach dem 6. Pilsator ist er darüber dermaßen sauer, dass er erstmal ein Kind zusammentreten geht. Am besten eine Frau mit Kind. So, das zu Lichtenberg, wa? Und dann haben wir noch... Ihr dürft klatschen. Jetzt nicht wieder hier kommt, kriegst du ja nur Ossi-Bashing, machen wir dann noch Charlottenburg hinterher schnell. Ein, zwei Dinger. So, einfach mal hier irgendwas reingefreestylt. So, Charlottenburg. Charlottenburg ist das, was Wilmersdorf gerne geworden wäre. Leider ist es auf halbem Weg stecken geblieben. Charlottenburg strotzt vor Arroganz. Zusammen reicht es immerhin noch für ein Nettoeinkommen von 2.600 Euro und mehr für jeden der 53.000 Privathaushalte, was für Berlin eine atemberaubend hohe Summe ist. Das ehemalige Zentrum Westberlins ist auch heute noch sattreich. Hier muss kein Understatement vorgegaukelt werden. Der Charlottenburger fährt auch schon mal mit dem gelben Ferrari am Savigny-Platz vor und findet natürlich einen Parkplatz. Sowas muss es auch geben. Und wo, wenn nicht hier? Es gibt den Kurfürstendamm zum Hin- und Herfahren, sodass einem möglichst viele sehen. Nicht ganz so verrentnert wie Wilmersdorf ist das Durchschnittsalter im Bezirk wie alles andere obere Mittelklasse. Dementsprechend auch die Fummel in den Boutiquen des Kurfürstendamms. Abgesehen davon, dass sie unerträglich protzig, also zum Stadtbild passend sind. Mit der Gegend um den Zoo muss man, bis auf den Zoo selbst und das wunderbare Aquarium, wirklich so hart sein. Der Rest des Bezirks ist erträglicher.
Am Zoo heißt es zeigen, 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 was man vorgibt zu haben. Prolls aus ganz Berlin fahren gern hierhin. Ganz Neukölln versammelt sich samstagabends am Kuhdorf, dem amtlichen Ich-will-Party-machen-wie-in-Hip-Hop-Videos-Miami-Disco-Schuppen. Erschreckend verunstaltete Gangsterchen irren dann bis Bellevue umher, weil es zu blöde sind, den Eingang zu finden. Ist auch ziemlich anstrengend, immer hart zu sein. Der Kaufrausch, in dem sich tagsüber die menschenähnlichen Gestalten kannibalisieren, hat dazu geführt, dass der Kudamm und der Breitscheidplatz über Dekaden verramscht und architektonisch vergewaltigt wurden. Keine leichte Aufgabe, wenn eine im Grunde ästhetisch sehr ansprechende Kirchenruine, die Gedächtniskirche, in der Mitte steht. Die Kaufhausgefängnisse rundherum sind aus unerfindlichen Gründen denkmalgeschützt, sodass man sich besonders im Europas hinterfühlen kann, wie zu Christiane F.'s besten Zeiten. Das führte auch dazu, dass der Zoo zwangsläufig abranzte. Schon immer gerne von Dealern und Bettlern flaniert, siedelten sich Headshops, Ramschläden und sogar ein Teppichhändler im Boulevard mit den roten Säulen an. Das war zu viel für den ehrlichen Westberliner. Kurzerhand wird jetzt ein neues Hochhaus gebaut und die Passage entkernt, sprich zerstört. Das Hotel hat einen feinen Anschluss zum Nicht-mehr-Fernbahnhof Zoo und verkörpert so wunderbar, was die Westcity heute mehr als sonst ist, unnütz. Es ist nach der guten neuen Moderne gebaut, die man auch in Mitte und Tiergarten London, Paris und Novosibirsk bewundern kann. Rechteckig, praktisch, schlecht. Die Fenster werden nach oben immer kleiner, damit, hoho, es so aussieht, als hätte Berlin auch nur einen Wolkenkratzer von Rang. Im berühmten Bahnhof Zoo gastiert jetzt eine Spielothek, die ist schon wieder rausgeworfen worden, noch so ein Schandfleck im Gesicht der Schickeria. Den Bahnhof hat die Stadt nach Christiane F.'s Jugend gesäubert, mittlerweile driftet er wieder ab. Zu keiner Zeit aber war es unmöglich, einen minderjährigen Jungen in der Jebensstraße dahinter den Arsch zu ficken. Besser ausleben kann man dieses Hobby im größten Sexshop an der Schöneberger Martin-Luther-Straße, der hier genannt werden möchte, diesen Gefallen aber nicht getan bekommt. So. Da mag ich den Unterbeweisung jetzt noch. Ah ja, also wenn du jetzt immer wieder bei deinen Kapiteln, die du jetzt vorgelesen hast, dann korrigieren musst, hat sich schon wieder verändert, ist schon wieder anders geworden. Du gibst es dir, gibst aber auch voll die Kante. Du gibst durch alle 12 Bezirke regelmäßig, gehst du spazieren, regelmäßig guckst du dir an, ob der Bezirk immer noch so scheiße ist wie das letzte Mal, als du dort lang gelaufen bist, oder? Nee, keine Recherche. Woher kommt das? Nee, das ist einfach, wenn man in der Stadt lebt. Ich halte es auch selten irgendwie an einem Ort lange aus. Und das hätte ich eigentlich als Zitat vor das andere Buch schreiben sollen. Anders ist ein besseres Scheiße. Ja, das ist einfach, muss einfach mal ein bisschen weg. Aber nee, ich gehe nicht irgendwo und gucke mir an. Also ich würde nie nach Spandau gehen oder so, wenn ich nicht müsste. Ah, jetzt haben wir schon eine kleine Spur gelegt. Gut, okay, ich komme nicht aus Spandau, okay, wir gehen. Aber nee, einfach, dass es da, wo man gerade ist, so scheiße ist. Ne? Das ist ja auch, also in Berlin, ja, deswegen kann ich das, mag ja, objektiv mag die Stadt noch ganz gut sein, vielleicht das zu anderen Metropolen. Also Paris, London, kannst du ja völlig vergessen. Aber ich kenne es einfach so gut, dass es mich einfach ankotzt. Ich kann mir in jeder Straße sagen, wieso ich die scheiße finde. Das ist eine andere Art von P-Schein. Also, ja, auf eine Art, ja. Aber ich glaube, das wäre doch ein idealer Berliner Taxifahrer. Ne? Also, ja, einer einsagt eine Straße und du sagst, warum du sie scheiße findest. Genau, das kenne ich. Also, kennst du nicht die Joschka Fischer-Doku, wo er dann so sein Ich findet als Taxifahrer und so? Ja, genau, das könnte ich auch noch machen, aber ich hasse Autofahren. Das würde ich natürlich nicht machen. Ja, aber doch eine ganz andere Art von Fremdenführer. In Mitte, in deinem Artikel da über Mitte. Kapitel, wollte ich sagen, habe ich gerade nicht gefunden. Also das Kapitel über Mitte, da steht was drin, dass der Normal-Berliner den Touristen toll findet, weil der Geld reinbringt in die Stadt. Da wollte ich ganz gerne wissen, wo hast du denn so einen Normal-Berliner gefunden? Also ich kenne den nicht. Na, das ist die stille, schweigende Mehrheit. Das ist so der Beta-Lied eigentlich. Ja? Das sind die Leute, die CDU wählen, ne? Die halt immer noch glauben, ja, Wirtschaft ist gut und Trickle-Down und so und das bringt uns allen was und so. Und klar, will niemand die Sauftouristen haben. Also mit anderen Worten, diejenigen sind für Touristen, die nicht in der Tourismusbranche arbeiten. Ja, so in etwa, ne? Oder ah, die halt, also die halt nicht im Engelsberg wohnen oder so. Die wollen auch nur die nicht reingehen müssen. Ne? Genau, so. Also Krieg wird ja auch von alten Männern entschieden und so. Ich bin dafür. Und der Tourismus auch. Genau, so in etwa. Ich bin dafür, jeder sollte, also wenn er Tourismus geil findet, so, dann sollte er auch wirklich an der, keine Ahnung, schlesischen Straße wohnen oder irgend so ein Touristrich.
Und auch so mit Krieg, ne? Also jeder alte Mann, der Krieg macht, sollte seinen Sohn da reinschicken. Also für die direkte Verantwortlichkeit. Ich finde auch Mindestlohn sollte für Politiker gehen. Ich hätte jetzt eigentlich an den alten Mann selber gedacht, der möge in die erste Reihe treten. Ja, oder so, ne? Also mit gutem Beispiel voran, so ja, ist auch nicht. Nee, aber nee, also das, die Verantwortlichkeit ist auch ein ganz wichtiges Ding. So. Also ich finde auch Mindestlohn, Politiker sollten nur den Mindestlohn bezahlt kriegen. Würdest du mal sehen, wie schnell der durch die Decke geht, ey. Wenn das, also jetzt sind ja beispielsweise die Diäten der Abgeordneten im Bundestag gekoppelt an die Richtergehälter. Ja, das ist ja am Bundesgerichtshof. Und wenn man das jetzt mit dem Hartz-IV-Satz nochmal koppeln würde, genau, das wäre das Ding. Der endgültige Zirkelschluss. Also dann, genau, dann kommen wir wieder zu dieser Gleichheit, die du in Finnland gesehen hast. Genau, da bin ich jetzt nochmal zurück zum Grundeinkommen. Die Leute haben ja gesagt, oh Gott, dann bricht unser Wirtschaftssystem zusammen. Ja, genau wie beim Mindestlohn. Und übrigens genau wie beim Frauenwahlrecht und bei der Sklavenbefreiung. Die Argumente waren immer die gleichen. Ja, dann bricht das ganze System zusammen. Völliger Bullshit. Ja, wenn man davon ausgeht, dass das System von damals nicht zusammengebrochen ist. Also ja, nee, ist es ja nicht. Da gibt es einfach nur, die Eliten hatten dann weniger in den Taschen, aber ansonsten war es ja eigentlich, Frauenwahlrecht war jetzt nicht. Das System also, ist gebröckelt quasi. Ja, hat sich auch verändert, aber zum Guten. Also die wenigsten Leute, gut, gibt es. So unfassbare Nazis wie ich streiten natürlich ab, dass Sklaven frei sein sollten, aber ansonsten. Veränderung zum Guten hältst du also tatsächlich für möglich, weil es ist also aufgefallen in einem Interview, das Wolfgang Schäuble unlängst mal gemacht hat. Dem Spiegel hat er den schönen Satz gesagt, Reformen sind für die Bevölkerung immer sehr schmerzhaft. Und ich habe mich dunkel erinnert, dass es früher mal Reformen gegeben hat, danach ging es allen besser. Ja, was ist denn das für ein Quatsch? Das hat er so gesagt, weil er offensichtlich der Auffassung ist, also Reformen gehen nur, wenn es nachher allen schlechter geht. Ja, der hat ja auch einen Hirntumor mittlerweile. Also dem hätte ich schon früher mit dem Wagenheber rübergegeben, der scheiß Stasi 2.0. Aber also der ist ja völlig vom Rocker jetzt. Ja, also keine Ahnung, wie Sklavenbefreiung oder so, war ja auch eine Reform. Keine Anti-Bibi-Pille-Legalisierung und so weiter. Also es ist eine ideale Variante, dich als Gast zu haben, stelle ich fest, weil dann muss man irgendein Stichwort geben und du hast es. Ja, voll, voll. Ja, komm, Schäuble ist ja nur einfach. Also, da, also viel näher an Hitler kommen wir wirklich nicht mehr. Also, ich möchte eigentlich diese Variante möchte ich jetzt noch ein bisschen austesten. Ich gebe hau rein. Und du sagst mir, warum du sie hast. Okay, Papst Franziskus. Der Neue. Ah ja, genau, weil er gute Miese zu bösen Spiel macht. Ja, die haben immer noch Kondome verboten und so weiter. Und der hat gesagt, er würde jemanden aufs Maul hauen, der seinen Glauben beleidigt. Was ist denn das für eine Scheiße? Also den Typ, oh Gott, Kinderficker. Kartoffelpuffer. Boah, wenig Nährwert. Aber wenn man frisches Apfelmus dazu isst, aber eher wenig Nährwert. Und wenn man die im Hermannplatz an dieser Bude isst, muss man immer lange anstehen, was krass nervt. Barack Obama und Wladimir Putin. Und Wladimir Putin, oh Gott. Beide nicht wirklich demokratisch legitimiert. Beides Hackfressen auf ihre Art. Und, tja, nee, ansonsten mehr Gemeinsamkeiten haben die nicht. Also, oder einzeln. Nee, einzeln kann ich das viel besser. Dann also mach einzeln. Gut, also einzeln, ja, Putin muss man ja nicht groß drüber reden. Also, so ein krasser Diktator, wohl nicht so schlimm, wie er in den meisten Medien dargestellt wird, aber auch christlich verlogenes Arschloch und kann er nicht demokratisch lässt sich wiederwählen. Also, die Liste ist lang. Obama ist interessanter, also schließt Guantanamo nicht und so weiter. Und hat auch, also dieses Obamacare versucht ja sein Bestes, aber klappt irgendwie nicht so ganz und hat auch an den großen Ungleichheiten in den USA relativ wenig gemacht. Da gibt es auch Gewerkschaften wurden in vielen Staaten quasi verboten jetzt. Das ist unfassbar. Hat er nichts gegen gemacht und bleibt ganz weit hinter ihm zurück. Das Schlimmste, was der macht, ist die Hoffnung enttäuschen. Und der gehört halt auch zum korrupten Zwei-Parteien-System, was die da haben. Zwei-Parteien-System funktioniert nicht. Die wechseln sich einfach ab mit korrupt die Hand aufhalten. Die Anonymous-Bewegung? Finde ich tendenziell relativ gut, aber die haben einen rechten Ableger. Das heißt, Anonymous Kollektiv, die haben eine Facebook-Gruppe und das ist quasi Pegida, also mehr oder minder. Aber ansonsten, Anonymous ist wirklich schwer. Das sind auch meine idealen Politiker. Ich finde, Politiker sollten nur noch Masken tragen, damit Leute... Genau, ich finde, die sollten eine Partei machen, das finde ich scheiße an denen. Damit Politiker nicht mehr nur nach Gesicht gewählt werden. Merkel wird gewählt, die hat ein Ding unterschrieben bei Frontex, dass man schwangere Frauen und Kinder ins Meer zurückwirft. Das wird getan. Und Leute sagen, oh, die ist ja so nett. Bullshit ist die nett. Ja, wenn du jetzt von Politikern und Parteien redest, dann noch zum schönen Abschluss. Yannis Varoufakis, der neue griechische Finanzminister. Oh, ist das schwer. Oh, der ist wirklich... Oh Gott. Sein Name. Ich habe gestern ein Interview mit dem vorgelesen. Ich habe den immer Kalafkalasch genannt, weil ich kann diesen Namen nicht aussprechen. Okay, er sieht aus wie ein scheiß Pumper. Aber da muss ich schon sehr oberflächlich werden, weil der hat so gute Vergleiche gemacht. Also da kam die Zeit, war so richtig... intellektuell klugscheißerisch meinte, ja, aber man muss sich doch an Verträge halten. Dann hat er gesagt, ja, Deutschland-Versailler-Vertrag war auch riesig, ne? Also mit Drittem Reich, was dann kam und so. Ganz schwer, also da hast du mich wahrscheinlich, weil der ist eigentlich wirklich gut. Das freut mich, dass ich jetzt doch was gefunden habe, was selbst Christian Knall nicht spontan loslassen kann.
aber wirklich eine grandiose Art der Kultur. Es ist, ich möchte mal sagen, Hasskunst. Ja, ja. Also wir haben den besten Hasskünstler schlechthin heute im Studio. Hier ist der bedingungslose Nachmittag live aus der Abbauwahl der Danziger 50. Wir machen ein vorletztes Mal Musik und kommen dann mit den Terminen nochmal wieder. Und dann ist schon Zeit für die nächste Sendung. Ich mache dann noch die Abschlussrunde, die ist ja heute schnell. Ach, der Arzt, da hast du mich aber in die Mangel genommen. Genau, also ja, hier. So, ja, letzte Runde hier beim bedingungslosen Nachmittag, das war in Wenzel. Ich habe mein Vaterland gerne. Und jetzt kommen wir zu den Programmtipps, zu den großen Ansagen. Wer fängt an? Olaf fängt an. Na, es gibt ja zwei Termine, die wir regelmäßig hier, weil es ja unsere näheren Freunde sind, verkünden wollen. Und da ist zum einen die Berliner Bürgerinitiative Grundeinkommen, die trifft sich in diesem Monat am 17. um 19.30 Uhr am bekannten Ort. Und sehr, sehr schöne Grüße gehen von dieser Stelle auch wieder an die Betreiber des Radio LoRa, die ebenfalls eine regelmäßige Grundeinkommenssendung im Internet machen. Und die ist im Februar am 25. startet sie um 19 Uhr wieder live und im Internet auf der Seite von Radio LoRa München. Rolf, willst du erst die Termine verlesen oder soll ich erst unseren Gast verabschieden? Ich denke, unser Gast hat noch einen Termin, ne? Ja, genau. Also, okay, du bist sozusagen im Sprung. Gut, dann verabschieden wir dich zuerst. Also wir haben uns sehr gefreut, dass du uns hier beehrt hast beim bedingungslosen Nachmittag. Wäre sehr lustig. Ich hoffe, euch hat es allen gefallen. Ihr habt alle grinsen. Ihr seid alle restgrinsend, also war gut. Christian, vielen Dank und vielen Dank, dass du uns auch aus deinen Büchern vorgelesen hast. Hat uns großen Spaß gemacht und wir verfolgen dich weiter, was du als nächstes veröffentlicht hast. Genau, und dann kann ich auch nochmal ansagen hier, also kein Ding, ich rede gerne über mich zumindest als Pseudonym und dann haben wir... Ich habe wahrscheinlich irgendwann jetzt demnächst nochmal eine Lesung im Trickster und so, keine Ahnung, März, April. Wir gucken mal. Schöner Bankerladen, gibt ein Euro Bier und wird lustig. Leute, da könnt ihr also hingehen und wir machen jetzt Schluss mit den Terminen. Olaf, du hast noch eine Sache, wollte ich jetzt zum Schluss, weil wir unsere Gäste immer fragen nach dem Feedback und wie fühltest du dich heute gegrillt hier? Ja, lustig auf jeden Fall. Also harte Fragen, Pfannkuchen und so, aber nee, na Spaß immer. Kannst du mit anderen Worten anderen Gästen weiterempfehlen? Und jetzt Rolf. Ja, die Radioansagen ab 20 Uhr gibt es ja auf rockradio.de in der Sendung über Frank Zappa. Es gibt ja dieses belgische Festival im März über ihn und da bereiten wir schon mal quasi den Boden dafür hier auf Rockradio mit vor. Was auch ganz zusammen ist, naja, morgen um 11 Uhr die Sendung neu hier auf rockradio.de und am 22. Februar machen wir die nächsten Crazy Words live hier von dieser Stelle aus mit tollen Gästen, mit Live-Musik übrigens von einer Band, die sich da nennt Frog Baseball. Ich frage mich immer, was sie dann da spielen überhaupt. Und die nächste Ausgabe hier des bedingungslosen Nachmittags, Juliane, ist am 8. März, Frauentag. Schmeiße ich an dich zurück. Also wir haben keine Frauen eingeladen zum Frauentag, weil ich immer sage, der Frauentag ist absurd. Für mich ist jeden Tag Frauentag und nicht gnädigerweise einmal im Jahr. Also ich bin mit dem Frauentag auf Kriegsfuß. Frauenkampftag. Gut, okay, aber ich könnte doch eigentlich jeden Tag kämpfen. Ne? Ja, also das stimmt. Dann brauche ich doch keinen Tag zugeteilt bekommen. Aber Rolf, zum 8. März haben wir eine Bürgerinitiative eingeladen. Da kannst du vielleicht nochmal schnell zwei Sätze zu sagen. Es war nämlich auf deinen Kontakt hin. Ja, und zwar eine Bürgerinitiative, eine Anwohnerinitiative aus dem Thälmannpark, die sich dort gegen die geplante Bebauung, die man da vorhat, so ein bisschen stemmt. Da ist einiges hier am Argen, da will man also groß investieren, Luxuswohnungen natürlich mal wieder hinbauen und sowas alles Schönes und die gehen da so ein bisschen dagegen vor, sind sehr offen. Genau, und die kommen dann also heute in 4 Wochen, ist wieder der 8., weil der Februar ja nur 28 Tage hat. Die sind dann heute in 4 Wochen am 8. März bei uns von 16 bis 18 Uhr, Leute. Seid wieder dabei, bleibt uns gewogen und Wiedersehen. Jo, war lustig. Jo, danke, meine Lieben. Dann haben wir es, wa? Hammer. Also auf Facebook hat Christian Knall nur 2 Freunde gesetzt. Ist das so?